Moin Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Corner. Ich weiß, viele haben gesagt, ich soll mich davon fernhalten, aber wir kommen leider nicht drum rum. Revi ist mit dabei, ich freue mich, dass du hier bist. Haben es wirklich Leute gesagt, ja? Nein, nein, tatsächlich. Nee, weil sonst würde ich jetzt wieder. Dann, weil, also. Nee, tatsächlich haben sehr viele nach dir gefragt. Echt jetzt? Ja, ja. Also ich mache ja so einmal im Monat so eine Umfrage. Mhm. Also ich habe jetzt bisher zwei gemacht, weil die Corner gibt es erst seit zwei Monaten. Ja, okay. Ich mache Umfragen und frage, ey, wen wollt ihr eigentlich am liebsten haben? Und du bist tatsächlich bei der letzten Frage Top 3 gewesen. Das ist gut. Wer war noch dabei? Felix? Isa ist noch ganz oben. Oh ja, ja. Und Montana Black. Nicht so interessant. Glaube ich, ja, nicht so viel zu erzählen, oder? Ja, weiß ich nicht. Kann ja sein, dass sie viel zu erzählen hat. Alles schon erzählt. Nee, ich meine jetzt Monte. Achso, Monte. Story kennt man ja. Ne? Ja, Monte kennt man. Ja, da muss man einfach nur YouTuber, wieder jetzt Kontroverses wieder, sagen. Jetzt wieder Junkie und dann... Ja, jetzt hast du den ganzen Salat. Ja. Nee, da musst du irgendwas Kontroverses reinspeisen. Rivi, wie geht's dir sonst? Alles gut? Wunderbar. Wie geht's dir? Ist sehr früh oder für dich, oder? Ey, ist wirklich wahnsinnig. Nee, ich bin aber in einem guten Rhythmus, muss ich sagen. Ja? Ja, ich bin in einem sehr guten Rhythmus. Ich bin auch wieder in Sport. Hast du gesehen? Ich habe abgenommen. Echt jetzt? Sag ehrlich? Ja, schon. Du sagst doch nicht echt jetzt. Ja, also echt jetzt. Man sieht's krass, meine ich damit. Also, es ja? ist heftig. Ja, Bro, du hast einen Pulli an, Digga. Aber du flunkerst mich ja nicht. Du hast einen Pulli halt an, ne? Soll ich kurz aufstehen? Ja, mach mal kurz. Und zeig mal kurz Bauch. Sag, guck. Mach mal kurz hoch den Pulli. Oha, ja doch, for real. Oder? Auf ja? Ernst? Machst du Sport jetzt? Ja, ich mach Sport. Mit Zabex zusammen? Nee, oh, nee. Digga, bringt nichts, oder? Der kommt doch nicht voran. Ja, ja. Der ist wie so ein Klotz am Bein. Ja, ist eklig. Ich hab mich auch richtig ausgebremst in meinem Training. Aber du bist auch schon lange im Training, oder? Nee, jetzt einen Monat gar nicht mehr wieder. Ich bin ganz warum? Unterwegs. Ja, weil du die ganze Zeit nur am Teller drehen bist. Scheiße, ne? USB-Sticks einstecken. Teller drehen, USB-Sticks einstecken. Das klingt so ein bisschen wie so, als wärst du Spüljunge in so einem Restaurant, weißt ja. du? Bist so du machst so Catering für Festivals. Ja, genau, genau. Zu dem Thema wollte ich mal direkt kommen. Du machst ja, also hauptsächlich bist du ja bekannt als Content Creator. Mhm. Aber du machst auch viel DJ-Kram. Genau. Wie kam es dazu? Ist das schon vor dem YouTube-Ding da gewesen oder hat sich das so entwickelt? Ich habe das Gefühl, du bist so Dorf-DJ gewesen. Ja, ja, war ich auch. Ja, for ne? real, for real. Ich war schon so, so auf 40, 50 Stufenparty, kennst du, die so, ne? einen Banner vorne haben. Nee, DJ nicht Moritz. Mal das, dafür hat sich mal gereicht. Ich hatte nicht mal eigenes Equipment, mein Kollege hatte welches. Oh mein Gott, wie geil. Und ich war immer mit ihm on board und habe ein bisschen so mitgezockt und habe aber nie irgendwie selber was gemacht. Ja. Und mir das aber halt damals so ein bisschen beigebracht. Mein Vater hat auch ganz rudimentär so früher so ein bisschen aufgelegt, wenn man das so senden möchte. Schallplatten-Jesus. Ja, sowas in der Art. Ja, ja. Er hat auch eine riesige Sammlung gehabt und so. Und irgendwie war das immer für mich ein Thema halt. Ne? Geil. Mal Bock gemacht. Aber hast du sonst irgendwie Bezug zur Musik oder war das immer nur dieses DJ-Ding? Ich habe 7 Jahre Klavier gespielt. Du hast Klavier gespielt? Aber ich... Kannst du noch? Eigentlich wie Fahrradfahren so ein bisschen, oder? Fortnite den Finger geschnitten habe. Ja, so ein bisschen halt. Ne? Ja, aber ja. So ein paar Chords gehen noch. Die Grundsachen. Große Terz, kleine Terz, Quinte. Gar nichts. Das sind einfach Begriffe. Drin? Einfach Begriffe für mich. Ehrlich? Arpeggio? Na klar. Hören wir gerne. Nee, sehr, sehr geil. Und YouTube kam. Du bist auch schon so lange dabei, Mann. Ja, ja, ist krass. Ich glaube, ich habe dich das erste Mal mitbekommen zu. War das Megaprojekt? Boah, kann sein. Ja, muss der Anfang von meinem eigenen Kanal genau, gewesen genau, sein. Genau, genau. Weil vorher hattest du. Rewind Me LP. LP? War ja, ein LP ja, Let's Play, ja, das war dann irgendwann Cringe. To Rewind und dann nur Rewind Me und dann Revi. Der das war mit Simon damals, ne? Genau, also mit Simon, TZ Simon. Kennst du ihn auch noch? Ja, weil der hat mit einer guten Freundin von mir einen Podcast damals gemacht. Echt jetzt? Ja. Hat er auch Sex mit der? Nee, aber Zabix hat jetzt Sex mit der. Ah, mit Jules? Ja! Ach ja, klar. Ja, yeah, doch, yeah. Jules ist ja auch schon, ich kenne die auch schon mega lange. Jules ist ja auch schon ultra lang die dabei. Die ist ja Urgestein, Digga. Full, full. Das Wahnsinn. Ist weird, wie sich das so viele Leute kennengelernt, hat sich dann echt für scheiß Mike entschieden. Ne? So was Dummes. Unglaublich. Es ist so weird, wie sich dieser Circle so schließt. Ne? Ja, ja. Also bei kommt alles wieder zusammen. Man kennt teilweise Leute jetzt schon, keine Ahnung, der Lexi, den ich jetzt kenne, ist bestimmt schon 8, 9 glaubst Jahre. Glaubst du, Dena kommt noch mit Melina Sophie zusammen oder ist das Ding durch? Ja, Melina Sophie, weiß ich gar nicht, was die jetzt macht. Die hat doch aufgehört, oder nicht? Ja, ja. Lein und Dagi ist auch vorbei, glaube ich, ne? Ja, circa. Sie hat doch, verheiratet. Die ist doch jetzt, die hat doch jetzt auch ein Kind mit dem. Mit Eugen, dem, ja, ja. Mit dem Cutter von Banger Musik. Nee, der ist, Das ist auch ein weirder Beiname übrigens. Ja, ja, das ist eigentlich sehr abfällig. So, ne? Total. Der nee, Eugen ist so Kameraregie-geil gewesen, glaube ja, ich. Ja, aber das ist krass, oder? Das ist cool, cooler Typ. Shoutouts, Alter. Eugen. Ja, Eugen Kasakov. Ich bin jetzt ich glaube, meinen ersten Kanal habe ich 2009 gemacht. Kennst du diese Videos, wo man so sagt, so, du läufst gegen den Schrank und ich filme das? Ja, ja, haben wir ja, alle ja, gemacht klar. So.
bestimmt 20 Stück aber davon rausgehauen. Aber das steht hier auch, Digga. Ja, das, ja, das war so meins. Das erwarte ich auch von einem Typ wie dir. Ja, ja. Ich war auch tatsächlich immer mal derjenige, der auch dann so einen kleinen Special Effekt eingefügt hat, direkt so eine Greenskin-Key-Explosion reingemacht hat. Ach, ehrlich? Ja, das war, ich war meiner Zeit voraus so. Ja, auch mal so ein CSGO-Edit, dass du so auf einmal auch so ein Scheiß. Ja, ich hab auch sowas gemacht, so ein bisschen so. Aber wow. Nie mit After Effects, sondern immer nur mit Magic Movie Maker und so. Oh mein Gott, aber das waren auch andere Zeiten. Aber ich glaube sogar, wenn ich das so ein bisschen verfolgt hätte, ja, und ich irgendwann in die Minecraft-Psychose gerutscht wäre, dann hätte aus mir echt was werden können, so in dem Bereich. Aber ja, da bist du bei Fraps gelandet, ne? Digga, wirklich, dann kam dieses Müllgame mit diesen scheiß gelben Zahlen oben mit Fraps. Oh, zum Kotzen. Ging die Psychose kotzen, los, wirklich. Du bist auch so eigentlich aus der Minecraft-Ecke. Ursprünglich ja. Ne? Boah, jetzt war aber voll, das ist voll lange her. Ja, aber ich habe aber tatsächlich so 2000, oh, ich glaube 14, 15 die ersten Videos hochgeladen. Ja. Muss so gewesen sein. Auch als Henke? Nee. Nee, da als, ja. Oder damals als Just Henke. Just Henke. Also das sind immer diese Füllernamen, weißt du, das ist wie so ein LP hinten dran. Henke LP. Only, es gibt dann irgendwie Only Henke, Just Henke, Live with Henke, Henke LP, Henke HD. Henke HD wäre auch geil gewesen. Henke HD wäre krass gewesen. Henke HD wäre krass. Und dann ist aber irgendwann Henke Bergen entstanden. Warum Bergen? Ich weiß nicht, hab ich das in der Corner schon, hab ich das mal geklärt in der Corner? Nee, ne? Kennst du Jerry B. Anderson? Jeremy, wie talkst du eigentlich? Wie talkst du eigentlich? Ja, ja, ja. Talk ja, Me ja. Wieder Between. Ja. Und der Kanal von dem hieß früher Smartenbergen. Aha. Und der hat in seinen Politiker-Synchros, ja, so hat er teilweise dann immer als so Spitznamen immer so einen Bergen hinten dran gegangen. So Obama-Bergen, Putin-Bergen und ach, so ein Scheiß. Geil. Und dann ist es halt so ein Insider bei uns in der Oberstufe geworden. So, und dann gab es halt Henke Bergen, hätte scheiße geklungen. Hat ein Homie von mir Henke Bergen draus gemacht. Ich habe das quasi als Hommage genommen. Aha. Und dann so meine ganzen Kanäle benannt. Henkmann? Henkmann? Ja, Henkmann hat auch einer aus der Schule erfunden und der hat so, das habe ich auch für mich auch so übernommen, der hat immer so einen Namen genommen und einfach einen Mann hinten dran gehangen. Mhm, egal ob geil. Männlein, Weiblein, scheißegal. Sexmann. Sexmann, ja, Sexmann. Geil. Aber bei manchen funktioniert das auch einfach nicht. Aber ich habe beispielsweise, das ist jetzt ein Secret Leak, aber ich habe den Namen Rätsmann zum Beispiel erfunden. Rätsmann? Rätsmann. Boah, das ist blöd. Er heißt ja gar nicht Rätsmann. Nein. Doch, heißt er. Rees, ja. Ja, genau, aber genau. Rätsmann ist viel geiler. Ich finde auch Rätsmann geiler. Warum? Aber das Mann hast du einfach auch so. Ich habe das erfunden. Digga, und das. Aber keiner, weißt du, ich und das separiert dich halt von so manchen anderen, weißt ja du? Dass du so da auch ein bisschen weiter. Man sollte mich grundsätzlich auch mal gesellschaftlich allgemein separieren. Ich finde, ja, tatsächlich wirst du eigentlich in so ein Solidary Confinement für mehrere Tage. Gerade so während der Gamescom, ja, wenn der Schrecken der Halle 8 wieder zurückkehrt. Digga, wirklich. Der Schrecken der Halle 8. Ja, es ist wieder soweit. Nächste Woche ist Gamescom. Ey, ich freue mich so auf Rumble Rivers. Ne? Also, Digga, wirklich. Ich fände es ja ehrlich krass, jetzt mal unter uns. Ne? Ja. Was ist, wenn wir da so einen kompletten Ring einfach aufstellen, wa? Und sagen, pass mal auf, nee, kennst du ja diese großen Boxhandschuhe, die man so hat, ne? Ja, diese ja, riesigen so. Ja. Dann machst du diese großen Kopfschutzdinger, mhm, sagst du, ey, guck mal, die Gamescom muss doch eigentlich proaktiv mitarbeiten, weil die wissen ja eh, da wird es Fetzerei geben. Natürlich, da ist ja immer irgendwas, ja, so, ne? Also kannst du eh nicht vermeiden, dann mach auch wenigstens was Geiles draus. Gut, jetzt ist Kevin dieses Jahr nicht da, das heißt, es wird wahrscheinlich weniger Kokainkonsum geben. Ja. Das ist schon mal ganz gut hinter Halle 8. Warte, welcher Kevin? Papa Platte. Achso, ja. Natürlich, klar. ich will ihm, ne, wer denn sonst? Mir fällt keiner ein. Also, es gibt ja keinen anderen Kevin, der Kokain Mir zieht. Mir fällt kein anderer Kevin aus der Szene ein, aus der Streamer-Szene, der Kokain zieht, nein. Kevin, nur Kevin. Kevin, ja, Kevin, ja, halt. Ja. Und dann... Was ist das mit deiner Zunge? Ja, alles gut. Er hat, befeuchtet. Ich hatte zumindest zwischen den Zähnen. Okay. und dann ist da ein Ring und da kann man sich richtig geil boxen. Und dann verkaufst du Karten dafür und so, weil es bringt ja nichts. Warum solltest du Karten dafür verkaufen? Ja, macht doch auch die Gamescom-Preise teurer. Stimmt eigentlich. Manchmal, ne, sowieso. Merchandise. Stell dir mal vor. Sinkende Qualität und immer teurer. Das ist ganz geil. Das Essen auf der Gamescom ist immer so lecker, oder? Boah, alle lieben es, oder? Ja, wenn's. Also sie machen ja auch immer einen auf Foodtruck und so. Ich habe immer das Gefühl, dass die Messe hingeht, yo, guck mal bitte, dass ihr aber nicht besser seid als das, was wir drinnen verkaufen. Ja, ja. Also weil immer die Schippe fritten auch wieder 8 Euro kostet. Digga, es muss immer S sein. Das da Essen, lacht das Herz, da freue ich mich jedes Mal drüber. Freust du dich auf Gamescom? Ich freue mich, tatsächlich freue ich mich wirklich auf Gamescom. Ja. Ich bin gespannt, wie es dieses Jahr wird. Es wird, glaube ich, mies voll. Ich glaube, es wird... Es wird krasser als die letzte. Glaube ich auch. Weil das war die letzte, war ja so diese Post-Corona-Gamescom, die erste. Da waren alle noch so ein bisschen verhalten und ein bisschen vorsichtig. Mhm. So, da sind, ja, Digga, im Edge, da sind die noch 4-7 World Wide mit Maske da gegangen. Digga, so cringe, oder? Cringe. Digga, Starlet dieses Nova, Jahr, Junge, Autogrammstunde mit Maske. Junge, dieses Jahr werden da hier die Geschlechtsteile weggeblasen. Die Leute gar nicht mehr ordentlich Selfies machen. Digga, es werden Zungenküsse verteilt an Fans, das ist doch egal. Boah, Bruder, ich glaube, es wird die Befehlung. Wir sind so mies immun mittlerweile, oder? Geil. Kann mir nichts mehr anhaben. Oder? Ding ist ja over mit Corona, ne? Hattest du Corona? Ja, zweimal. Du? Einmal. Ich glaube, ja, ich hatte einmal. Ich hatte von dem Box. Zweite Mal bist du geguest. Vom Box-Event. War ich einer der 10, 12 Leute, die da richtig einen mitgezogen haben. Ich habe Bronchitis bekommen. Ich konnte deshalb nicht kämpfen. Bron was? Bronchitis.
Bronchitis oder Bronchitis? Hurensohn. Ja, das Bronchitis. Bronchitis. Weißt du, was mich auch immer abgefuckt hat bei dir? Was? Dieses Tisch. Fisch. Tisch. Bruder, das war wie bescheuert. Woher kommt das? Aus dem Rhein. Ist das so ein Eifel-Ding? Ja, ja. Digga, also. Aber Bro, du kommst aus dem Norden. Du hast auch manchmal hier so ein paar Dinger, wo ich sage. Was hab ich? Sag, was ich hab. Ja, du bist auch manchmal so ein bisschen anders nasal, ne? Ja, gut, das Nasale, da kann ich aber nichts für. Ja, Digga, lass dich operieren. Hab ich. Ja, echt jetzt? Ja, die ist schon fertig. Bro. Die wurden letztes Jahr operiert. Was haben die denn machen lassen? Nasenscheidewand und Nasenmuschel verkleinert. Guck mal hier. Den Bruder. Das weiß keiner, ne? Mach mal nochmal. Guck mal da. Bruder, was ist das denn? Ja, ja, ist schief. Digga. Ist schief gewachsen. Aber jetzt, wo du es. Aber ist schief gewachsen. Drauf guckt, ich habe auch als. Ja. Erst wenn man es sagt, nicht, ne? Checkt man es. Auf der Nase. Naja, ich muss vielleicht auch machen lassen. Ich habe immer mein Ohr verstopft. Bruder, safe. Aber ich habe ein Problem beim Pennen? Nee, eigentlich nicht. Ich schnarch zum Glück nicht. Digga, das war nämlich mein Problem. Ich hatte so Atemaussetzer. Echt jetzt? Ja, meine Ex-Freundin hat so gesagt, ey, geh das mal checken lassen, sonst. Atemaussetzer, so nachts einfach fast gestorben bist. Ja, ja, so auf unangenehm. Das wäre so unangenehm, Digga. Aber wäre auch irgendwann mal, hätte ich auch verdient. So, aber. Ja, aber. Nee, die hat, meine Ex-Freundin hat dann irgendwann gesagt. Das Haar ist richtig, ne? Ja, dann leck doch nicht die ganze Zeit dran. Bist du dumm? Vorher war Tomatolix. Oh, Digga, ja, super. Das ganze Kokain. Drogenrückstände, alles da drin, Digga. Da ist ein bisschen Ayahuasca dran. Digga, Bro, das riecht auch wirklich nach. Ehrlich? Das riecht nach Syphilis. Merkst du? Das ist anders, ne? Oh, meinst du? Ist aber ein bisschen Bier. Alkoholfreies Bier, richtig. Schön. Ja, keine Ahnung. Ja. Also guter Soundeffekt auch drin jetzt in der Folge. Haben wir drin. Aber ist ja im Endeffekt euer Problem. Na, ist ja, du hörst die ja eh nicht an, oder? Nein. Ich misch das nicht. Du hast auch deinen komischen Hund mitgebracht. Ja, ja, der seit ist wann da. Hast du den jetzt? Boah, seit 4 Jahren. Boah, belastend. Ja, ehrlich, ne? Ich finde, das ist der stressigste Hund, der mir je untergekommen ist. Ehrlich jetzt, ja. Aber guck mal, der ist doch ganz süß. Er ist schon stressig. Ja, aber gerade ist auch gerade entspannt. Er guckt jetzt halt gerade, ne? Er will halt wissen, was los ist. Er versteht nicht, warum wir sitzen. Ja, aber ich glaube, er ist gerade speziell entspannt, weil keine marginalisierten Gruppen hier im Umfeld sind. Es ist bei ihm echt ein Problem. Ist ein schwer rassistischer Hund, oder? Ja, ich glaube, es ist einfach sein vorheriges Umfeld, wo er gewesen ist. Ne? Weil er ist ja von Genghis gekommen, von Ape Crime. Ja. Ja, und Genghis hat ihn halt radikalisiert, ne? Wirklich? Ja, ja. Also meinst du, er ist, weil es Genghis war? Nein, weil Genghis ihm bestimmte Gruppen aufgezeigt hat, die Genghis selber nicht in Ordnung findet. Welche? Das kann ich jetzt so nicht sagen. Das müssen wir jetzt nochmal beim Hund testen. Das müssen wir Hund testen. Digga, den Leuten hier einfach irgendwas anquatschen. Kevin, kokainsüchtig, Genghis, Rassist. Super, Digga. Digga, wir haben jetzt gerade nicht mal 12 Minuten durch. Ist doch, too much, 12 ne? Minuten durch. Normalerweise, ich habe ja ein paar Folgen angeguckt, ne? Hast normalerweise du? Ist so, ja klar. Ich habe die hier mit, ich wollte dir davon nur die Fresse hauen. Du hast mit Jody, mit meiner Ex, hey Digga, das ist meine Ex-Freundin, hey. Ja, extra deswegen. Hä? Ja, das macht man nicht, das ist uncool. Damit du Zugzwang hast und denkst, oh, ich muss hinterherkommen, ein paar Dinge klarstellen. Ah, okay. Ja, klar. Genau, da wollte ich jetzt auch mal drauf eingehen. Ja, sag mal. Und zwar, das ist ja alles komplett entspannt. Ihr habt so voll das lockere, coole Gespräch gehabt und so. Und wir fallen aber direkt in diesen Modus, wo wir nur Scheiße quatschen. Auch, ja, weißt du? Aber es ist genau das, was ich erwartet habe und das finde ich auch gut. Ja? Weil die Corner, guck mal, die Corner hat ja einen sehr lockeren Rahmen. So, mit den meisten gehe ich halt so deren Karriere durch. Mhm. Und bei dir ist halt jetzt nicht wahnsinnig viel Spannendes erzählt, deswegen müssen wir Shit talken. Stimmt. Oder bin ich Zabex oder was? Was willst du denn sagen? Boah, Zabex. Mal, du ja, kannst ja seit 2 Monaten vom Stream leben. Wie ist denn das, Zabex? Ey, ich sag, mit Zabex wird eine halbe Stunde um die Kuchen-TV-Ära gehen. Oh, Digga, schlimm, boah, oder? Das wahnsinnig unangenehm. Ja, wirklich. Aber ich finde es gut, dass sich dafür schämt. Ja, ist auch richtig so, Digga. Also sollte man sich auch für schämen, Digga. Glaubst du, da gibt es nochmal einen Kampf? Gamescom, Zabex, Kuchen-TV? Boah, ich wünsche es mir. Ich glaube, Zabex könnte sogar gewinnen. Meinst du, Kuchen-TV traut sich für Gamescom? Boah, ich weiß nicht. Ich glaube, es gibt viele Leute, die den irgendwie hauen wollen, ne? Aber es ist auch immer so, Digga. Ich komme da gar nicht ran. Ist auch immer so das Ding, dieses so, yo, ich will einen schlagen. Stell dir mal vor, du gehst auf eine, also es ist ja die Gamescom, ne? Ja. Du gehst auf eine Gaming-Messe und sagst, ich will einen hauen. Aber auch erstmal aus Öffentlichkeitssinn und so als Content-Creator ist das schon eine wahnsinnig dumme Aussage. Vollkommen dämlich, wirklich. Also ich weiß nicht, wann war das letzte Mal, dass ein Content-Creator, jetzt abgesehen von der Orange Orange Scurrows Tanzverbot-Geschichte, wo ich aber auch fairerweise sagen muss, da waren alle irgendwie ein bisschen komisch. Ja, da war alles so ein bisschen, sehr aufgeladen. So, ne? So, man hat sich so gegenseitig provoziert. Ja, ja. So, tanzt sie auch ein bisschen drüber so, muss man sagen. Mhm. No hate on that way. So, schau, ich mag ihn. Full hate von mir, klar. Ja? Natürlich, nein. Ja. Kilian, ich mag ihn sehr, sehr gerne. Ja, ich mag ihn auch, aber das ist halt
so in dem Moment hat er sich so ein bisschen die Blöße gegeben. Das war nicht nötig. Es ist generell manchmal so das Gefühl, habe ich das, also so ein bisschen, ich glaube, seitdem wir so ein bisschen, 2017 war so der Sprung, ja, wo wir so von diesem friedlichen Miteinander und wir sind alles lustige Content-Creator. Wir wohnen jetzt alle in Köln und machen YouTube-Videos zusammen. Genau, genau. Wir fahren aber am Longboard zum Kiosk und holen uns nachts um 3 irgendwie ein Wassereis. Bruder, ich bin ehrlich, ne? Vermisst, ich finde schade, dass gute ich die Zeit nicht gewesen erlebt habe. Dann kam so die ApoRed, Leo Masherwave, die so ein bisschen dieses Toxic-Männliche mit reingebracht haben, weißt du? Und dann ging es auch los mit Haue. War doof. Dann ging es richtig los. Dann war dieses Madeira-Ding, ne? Ja, das auch. Kam dann auch noch so, ist, genau. Warum ist Tanzi da immer verwickelt? Wollen wir alle immer Tanzi hauen? Da war ich aber auch mit drin, ne? Stimmt, da warst du auch mit drin. Digga, das war... Soll ich jetzt mal kurz hier erklären, wie es gewesen ist, in meiner Ansicht. Oh mein Gott, bitte, ja. Ein kleines Insight hier. Aber wir müssen doch mal eigentlich das ganze Ding aufrollen. Ne, mach ich ja jetzt. Also, okay, es hat recht, sich so gestaltet, ich war ja mit Abdel da. Und mit Abdel habe ich mich damals sehr gut verstanden. Waren sowieso viele Leute auf dieser Insel, also es war auf Madeira alles. Wir waren alle zusammen da, weil ich war mit Gewitter im Kopf da. Ich habe ja diesen Jause-Song mit Fritz Meinecke ein Musikvideo da gedreht. Und Jan Jausemeier auch. Mit Jan Jausemeier, ja. Absoluter Banger. Schade, dass Corona kam, sonst wären wir da mit dem Megapark groß geworden. Digga, der hättet ihr locker 10k pro Auftritt. Also, es muss so 2019 gewesen sein, war das, glaube ich. 2018, 19 war das. Kommt von der Timeline sehr gut hin. Es war noch kein Corona, ich konnte noch in der Shisha-Bar sitzen. Kurz vor Corona war das, genau. Ja. Ist geil, wie man sagt, ja, damals, kurz vor Corona. Und dann ist so drei Jahre Filmriss und jetzt mal wieder so hier. Aber es ist auch komisch, dass es es wirkt wieder so fern, weil wieder alles so normal ist. Ja, ja, voll. Aber es ist jetzt gar nicht mal so lange her. Wir saßen da unten. Ja. Es gibt in Madeira so eine Straße, da kannst du so feiern gehen. Und dann, Schinkenstraße. Ja, genau. Von Madeira. Ich glaube, die heißt Rue de Ramon. Also auf, Keine Ahnung, wie der heißt. Spanisch und Französisch ergibt ja Portugiesisch, deshalb Rue de Ramon. Ja. Kleiner Witz für die Denker hier im Podcast. Ne? Stark. Wir dafür bedanken. Gerne. Wir saßen dann da dann hatte Abdel Geburtstag und dann hatten die vorher schon irgendwie so einen Clinch, Kilian und Abdel. Ich sagte, ey, Kilian, hat Geburtstag, gib ihm doch mal die Hand. Und ich war echt, also ich war eine 9 von 10 voll. War ein bisschen doof. Ja, also war wieder so eine typische Story von mir. War wieder Quatsch. Ich wollte wieder hier der große Streitschlichter sein. Ja, und dann hat Kilian gesagt, ja, alles gut. Dann hat Abdel ihm die Hand hingehalten und hat Abdel darauf bestanden, dass er ihm die Hand gibt zum Geburtstag. Und dann hat Kilian sich aufgeregt, Abdel sich aufgeregt. Ja, und dann sind da ein, zwei blöde Sachen von beiden Seiten gefallen. Ja, dann fiel irgendwann, glaube ich, das Wort Kanackengehabe. Und das war dann auch irgendwie wieder ein bisschen schwierig, glaube ich. Also irgendwie sowas ist es gewesen, spiel dich nicht so auf. Und dann haben sie sich ein bisschen rumgeschubst. Ja, und dann hat irgendwie, dann hat aber zum Glück, und das müssen wir nochmal sagen, glücklicherweise hat sich ja Monte da eingeschaltet. Marcel, schau doch an dich. Gut, dass du da gewesen bist, dass du geklärt hast. Stay und Monte-Stream. Also und wirklich. Noch dazu. Und ich sitze da so drin. Ich bin doch wirklich noch so 10 von 10 voll in diesem Airbnb. Und schreit Gewitter im Kopf. Ball, Bombe, Bombe rum. Digga, und ich sitze da wirklich mit einem Pegel von 9 Metern, weißt du? Ja. Und dann ist dann das Stay und so, nee. Jetzt müssen wir aber nochmal ganz kurz. Was hat er jetzt genau gesagt? Und ich wusste ja auch gar nicht, was da genau für Wörter. Ja, scheißegal. Also, so, alles, was ich gerade erzählt habe, Quatsch, so kann auch sein. Das ist in meiner Erinnerung so, ne? So stimmt, weiß ich ja gar nicht. Ja, und dann war das riesig groß und dann hat Simon Unge, das ist ja auch sein gutes Recht, weil ihm gehört ja tatsächlich dieses kleine Stück Land auf Madeira. Der ist ja der Präsident. Er entscheidet ja auch. Ich würde auch begnadigen. Nee, Präsident würde ich nicht sagen, weil ein Präsident wird gewählt. Er ist ja über einen Militärputsch. Ich würde sagen, er ist ein Diktator. Er ist straight up ein Diktator. Diktator der autonomen Region Madeira. Genau, richtig. Ja. Das steht ihm ja auch dann zu. Ja. Hat er gesagt, ich will dich nicht mehr hier haben, Kilian Tanzverbot. Und dann hat er ihn von der Insel verwiesen. Was ja ein komplett rationaler Case ist, wenn du ein deutscher YouTuber im Ausland auf einer Ferieninsel bist. Ich verweise dich der Insel. Ja? So. Deshalb würde ich jetzt hier auch nochmal gerne sagen, nächstes Jahr Usedom, meine Insel, wir taken die. Und wie es benimmt sich jemand daneben, ich schmeiße euch von der Insel. Sag ehrlich, ich mach den Hugo, darf ich auch Usedom? Kann ich auch Usedom? Darf ich? Kann ich Usedom? Danke, ja. Hugo kommt übrigens auch demnächst hier. Echt jetzt? Ja. Kannst ja vergessen. Er hat mich gestern gefragt, ob er den Podcast streamen darf. Digga, der ist doch dämlich. Ich sag ja, aber dann guckt das halt keiner. Ja. Also guckt schon sowieso keiner, aber noch weniger. Ist es so oft so, dass Hugo immer sagt so, er will deine Streaker nicht abbrechen, ne? Ja. Und immer, wenn wir irgendwas drehen, ja, kann ich das streamen? Ja, Bro, wir haben da Regie, Drehpausen, ja, streame ich auch. Ich sag, nein. Ja. Ja, okay. Kann ich Wiederwelt? Nein. Ich hab nicht mal Wiederwelt. Hast du dir wirklich überlegt, wie also guck mal, ich bin ja mit Hugo, würde ich sagen, relativ gut so. Ja. Aber selbst ich krieg es nicht hin, mit dem länger als 10 Minuten zu reden, weil, also entweder komm mit im Gespräch, ja, kein Bock mehr zu reden. Man guckt dir einfach und dann ist so, dann ist deine Social Battery oder irgendeine Kapazität aber in seinem ist Kopf geil. Ist gefüllt. Oder es ist halt so, dass er einfach es nicht schafft, so beim Thema zu bleiben und dann
er ist ja eigentlich ist er ja voll der stille Charakter. Eigentlich ist er voll der leise Typ so. Total, ja, ja. Ne? Und man muss ja voll viel aus ihm rausholen. Also wenn man mit Hugo ein aktives Gespräch führen möchte, dann muss man so richtig an ihn rangraben. Und jeder Satz fängt auch mit so, ja, an. Ja. Aber er ist so süß. Ich finde okay. Hugo so niedlich, Digga. Danke. Nee, tatsächlich, pass auf, mit den Cornos ist es so, je nach Gast weiß ich, wie ich mich darauf vorbereiten muss. Bei dir ist es relativ entspannt, weil ich weiß, dass du sehr outgoing bist. Aber jetzt bei einem Hugo werde ich mich entsprechend vorbereiten und halt auch weißt wirklich was, Fragenkatalog machen. Erstmal das und weißt du, was du mitbringen musst? Bring eine Box mit Fidget Toys, das ist kein Witz, for real. Ehrlich? Fidget Spinner, so hier, Bubble Wrap und sowas. Du da lachst jetzt, Digga. Das klingt, als wenn du den mir so für ein Wochenende ablieferst. Nein, Bro, wirklich, for real. Und vielleicht eine kleine Flasche zu trinken. Im besten eine Schnabelflasche, Schnabeltaste, damit er nicht schleckert. Warum lacht ihr denn? Ich will nur das Beste für ihn. Oh, Junge, wie geil. Er kriegt so ein iPad. Er kriegt so ein iPad in die Hand. Meinst du, Hugo war iPad-Kid? Ja, safe. Oder? Ich glaube, ein Stück weit schon. Ja. Ich glaube, ehrlich. Ja, kann gut sein. Ey, mir tut es immer noch ein bisschen leid. Ich habe ja gegen ihn dieses Box-Ding da gemacht, so ein bisschen so auf locker. Ja, ne? Das ist ja komplett dumm gehauen. Das war ja auch so nicht geplant. Ja. Aber ich habe noch nie, also ich habe ja ihn noch nie so richtig professionell so gekämpft. Wir haben nur so ein bisschen Sparring gemacht bis jetzt immer. Und ich habe noch nie einen Kämpfer gesehen, der proaktiv in die Faust reinrennt. Das war, also er hat immer gesagt, ja, schlag mir nicht ins Gesicht, aber dann hat er versucht, also Face-Tracking mit seinem Gesicht zu meiner Faust hinzumachen. Hat er gezielt. Hat mit gezielt dem Gesicht drauf. Und ist dann umgefallen. Aber ich gut weiß nicht, auch. Er wollte auch, glaube ich, den Knockout haben. Ja. Ne? Ja. Worauf wollte ich noch zu sprechen kommen? Also das DJ-Ding, ne? Du bist gerade viel am Rumtun. Genau, ist geil. Macht Spaß. Kannst du denn davon, kannst du davon leben? Ey, ich sag also jetzt mal for real. Wir haben gestern gestreamt hier mit Stegi, Dilara und Anna und Isa. Oh, wilder Arc, Alter. Also wirklich, das war auch für mich wirklich an der Grenze meiner Schmerzen. Das war für mich echt anstrengend auch. Ja. Vor allen Dingen, weil du weißt ja auch, wie Stegi da manchmal so ist. Ne? Der ist ja so, wenn er sich dann auf jemanden eingeschossen hat, dann ist der auch so eklig, weißt du. Dann will der ja so unbedingt das Herz der Dame erobern. Haben wir Pummelparty gespielt. Ja, Digga, da musst du ihn mal ein bisschen auspacken, was Stegi so halt macht. Ne? Für so. Schweinereien auch. Ja, ekliger Typ halt. Was hast du erzählt? Ja, über seine Bad Dragon Collection von 42 Teilen und sowas. Ne? Dilara wusste erstmal, das sind so riesige Dildos, die aussehen wie Drachen. Ja, ganz viele von, ja. Erzähle ich jetzt einfach. Hast recht. Ja, zum Draufsetzen ist halt sehr entspannt, zum Campen so. Hast du das auch im Lager bei dir? Ich habe eine Schublade, da sind Klettergeschirr drin und Seile zum Klettern. Hast du ein Bild davon? Kann ich dir nicht zeigen. Wirklich, also du wirst Weil auch, Kevin meinte auch. Ja, Digga, das ist so ein Running Gag geworden. Bro, jeder von uns hat irgend so eine Schmuddelschublade, wo so ein jetzt mal kurz. Jeder von uns hat so eine Schublade, wo mal so ein Vibrator oder sowas drin liegt oder mal Kondombegleitgel. Jeder hat doch sowas, Digga. Ja, und mein Gott, bei mir sind da halt noch so zwei Klettergurte drin, so, weil ich gern bouldern gehe. So, was soll das? Zum Bouldern braucht man kein Klettergurte, ne? Klettergurte? Sagst du die Klettergurte, Digga? Auf jeden Fall haben wir gestern im Stream darüber gesprochen. Ja. Über das DJ-Ding. Ich sag mal so, wirklich jetzt. Also, ich glaube, es wird jetzt, mittlerweile ist es halt an dem Punkt, wo ich sagen würde, boah, geil, die Sache lohnt sich auch. Mhm. Aber es war halt die ganze Zeit nicht so. Ich hab's dann immer nur gemacht fürs Enjoyment so. Ja. Aber mittlerweile. Du hast auch die Freiheit dafür. Voll. Ja. Und das Ding ist ja auch, also ich kann auch voll verstehen, dass ganz viele Leute, und das liebe ich übrigens auch daran, dass ganz viele Leute so von den DJs, die halt so schon super lange dabei sind oder halt auch schon super lange so, es gibt so ganz viele Leute, die sind bei Festivals immer so die Festival-DJs. Mhm. Und die sind dann halt da die Residents so quasi auf dem Festival. Das heißt, die spielen da auch echt größere Stages. So beispielsweise so ein LeChouk für World Club Dome, genau. Ja, der ist aber ein Beispiel, der hat es halt geschafft, von da auch auf andere Festivals zu gehen und da größere Dinger zu spielen. Es gibt auch viele Leute, die bleiben halt auch in ihrem Festival oder nur in ihrem Circle und kommen darüber gar nicht hinaus. Ich habe mal einen flüchtig kennengelernt durch einen Kumpel. Mhm. Jetzt habe ich vergessen, wie der hieß. Der hat jetzt bei diesem letzten Winter World Club Winter Dome oder wie es hieß, hat der eine kleine Bühne gespielt und jetzt sehe ich, dass der voll die großen Dinger macht. Noel Höller. Techno-DJ so, ja. Ja, ey, wo ich halt auch sage, krass. Ja. Aber was ich mich frage, du bist ja jetzt, guck mal, du bist ja eigentlich hauptsächlich ja bekannt als Content Creator. Ja. Wie ist es jetzt innerhalb... Das wollte ich gerade sagen. Genau, wollte ich gerade okay, die Leute das so sehen. So, ne? Ja. Es gibt da viele Leute, und das kann ich voll nachvollziehen, die dann sagen, Digga, das ist nur wegen Reichweite und so, bla 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 bla. Und ich verstehe das voll. Ich verstehe auch, dass Leute das unfair finden. Genau, ist auch irgendwo ein Stück weit so. Was halt viele, glaube ich, nicht wissen, ist, dass ich das halt schon vorher gemacht habe. Und das Schönste halt für mich ist, wenn ich dann halt wirklich auch abreiße und genau die Leute dann zu mir sagen, boah, war echt stark, war gut. Ja. Also nicht so auf Schleimbass, sondern auch, dass sie dieses Auge dann verlieren und sagen, ey, Respekt an der Leistung so.
du legst gut auf. So, aber das ist auch das bessere, sogar noch das geilere oder wertigere Kompliment. Genau, finde ich auch, weil wenn die mich zuerst underestimieren, dann ist es geil so. Ja. Ich finde es auch echt cool, so gestern im Twitch-Chat waren auch wieder ein paar Leute, die geschrieben haben, ey, SMS war geil so. Ich habe jetzt irgendwie Paruka will, habe ich viermal aufgelegt. Was irgendwie. SMS? Sonne, Mond, Sterne. Ach, oh Sonne, Gott. Mond, ja, Sterne habe ich jetzt dreimal gespielt so, mit Sarazan back-to-back, dann einmal auf dem Boot und dann mit hier, mit Nils, mit Black Cross auch zusammen. Ja. Den mache ich ja ganz viel noch momentan. Ich enjoy das voll. Also, aber ihr habt nicht mehr dieses, hast du noch dieses, ist es noch dieses Not So Cool? Nee, das habe ich am Nagel gehangen mit einem Kollegen von mir, so immer noch beste Freunde ja. so. Aber wir haben uns in zwei sehr unterschiedliche musikalische Richtungen entwickelt. Ja. Und es ist einfach so, dass das halt dann irgendwie nicht mehr gepasst hat. Plus der Mann macht krass eine Doktorarbeit und so, da ist gerade nicht... Er macht Doktor? Ja, der hat sich fürs wahre Leben entschieden, weißt du, nicht ja, hier diese Fake-DJ-Welt. Der Mann fiebt die ganze Zeit. Ja, der hat ein Loch. Wo? Hinten drin, im Arsch. Normalerweise steckt da so ein Korken drin, aber wenn ich den nicht reingemacht habe, dann... Ja, haben wir den Salat. Ja, dann haben wir den Salat, dann pfeift es ein bisschen raus. Ja, macht Spaß, also es ist sehr geil. Ich finde es auch irgendwie cool, so wenn bei Festivals einer ausfällt, ich bin der Erste, der sagt, ich mache das jetzt so. Mhm. Gib mir keine Kohle, ich habe einfach nur Bock, da oben nochmal auf die Stage zu gehen, weil ich es so geil finde, weißt du? Ja. Ich finde die Energy da oben immer geil, ich mag es, wenn Leute danach auch kommen und wenn man ein bisschen neue Mucke zocken kann, so ich bin... Bei weitem kein guter Produzent, so. Das heißt, ich kann fast so sehr rudimentär produzieren nur. Ja. Wenn ich halt irgendwie mit dem Studio sitze oder sowas, dann geht da auch ein bisschen was voran. Aber würdest du sagen, ist es jetzt gerade so auf dem Stand, dass du, könntest du von den Einnahmen, vom Prinzip her sagen, nein. Ich gehe jetzt weg von nee, dem YouTuber, also, Content Creator Ding? Safe, ja, aber da müsste ich mir echt den Arsch aufreißen. Okay. Und das wäre mir also musst stressig. Also müsstest du viel mehr committen genau, in die ganze genau. Geschichte. Und das ist gerade so ganz cool, weil ich kann mir die großen Dinge aussuchen so. Die Gage passt auf jeden Fall ja. Und es macht Spaß. Und wenn es dann halt irgendwann an einem Punkt ist, wo ich sage, wow, jetzt ist es aber echt krass am Boom, weil in der DJ-Welt ist es relativ simpel, sag ich mal. Du brauchst halt irgendwie 2-3 Songs, die eine Menge Plays haben und schon bist du irgendwo auf einer Mainstage und dann Voll. Kommen halt auch Gagen, die wirklich echt böse sind so. Ja, dann ey, das hat mich sowieso überrascht, was teilweise DJs nehmen können. Ja, das ist krass. Das ist also crazy, so, Alter. So 6-7-stellige Sachen sind auch schon dabei gewesen. So, yeah, ne? Yeah. Also nicht jetzt bei mir, klar. Naja, klar. Ja. Aber ich habe einmal, das war glaube ich, was habe ich da gelesen? War das David Guetta, was der für einen Abend nimmt? Das war doch auch schon irgendwie an die, schieß mich tot ran. Ja, also. So hoher 6-stelliger, ja, also an die 7-stelliger. Ja, genau. Krank. Ja. Oder hier Martin Garrix auch sehr krass, der hat eine eigene Showproduktion mit Feuerwerk und sowas und allem drum und dran. Die Show kostet irgendwie schon allein, ich glaube, 120.000 oder sowas. Eine Show. Also nur seine Produktion und dann kommt dann nochmal halt seine Gage drauf. Ist früh. Ja, Bro, ich muss einen Kaffee holen. Ist krass. Also wäre aber auch, sag ich mal, jetzt, also ehrlich, wäre jetzt nicht das Leben, was ich direkt führen wollen würde, ne? So auf dem Level. Also viel mit diesem Rumtouren und so. Aber ich meine, du fährst sowieso schon viel rum. Ich bin eben, genau, deshalb so, ich enjoy so. Also ich habe gestern das erste Mal wieder seit einem Monat gefühlt gestreamt, wieder richtig Bock gemacht so. Also ich glaube, diese Symbiose, die ich halt gerade fahre, so, dann mache ich noch meine Sachen mit Red Bull und so, weißt du. Ja. Aber ich bin schon echt gut packed und so wie es gerade ist, kann es bleiben. Das ist ja, also kann man auch nichts gegen sagen. Du bist gut im Hustle, muss man sagen. Ich habe auch so ein bisschen, Dankeschön, ich habe auch so ein bisschen mein Video-Output runtergefahren. So, jetzt kommen mal alle 2 Wochen mal ein Video. Ja. Es ist auch so, dass wir jetzt sagen, so bei uns im Team, ey, so diese Fixkosten-Geschichte, wenn das halt sich alles gut trägt und ich nochmal, vielleicht am Monatsende nochmal durch Kampagnen irgendwie einen netten Bonus zahlen kann, dann meine Leute, ist doch cool, weißt du, dann. Ist das das Beste, was du haben kannst. So, und jetzt gerade mit dem Format, was wir haben, das zieht ja auch echt dumm. Ja, darauf wollte ich zu sprechen kommen. Du kriegst teilweise so die Kritik dazu, dass es so aus USA abgekupfert ist. Wie gehst du damit um? Juckt mich nicht, fickt euch. Ist ja eigentlich nur die logische Konsequenz, dass es jemand macht. Natürlich. So. Und das ist ja auch kein schlechter Content, ist ja das, was du da. Es ist halt, glaube ich, die Leute auch so aus Creator-Kreisen, die das so ein bisschen memen und so. Ja. Und auch sagen, ja, Digga, ich glaube, ihr seid low-key ein bisschen mad, dass ihr es selber nicht gemacht habt. Aber ich glaube, da gibt es auch diese Leute so aus dem... Pass auf, das ist jetzt, ich stigmatisiere jetzt ultra krass einen ab, aber ich glaube, die Leute gibt es definitiv, diese Experten, die so voll lang schon in dieser Szene sind, aber nichts gerissen als haben. Zuschauer, so, die haben dann selber 3 Minecraft-Let's Plays gemacht und sind aber nur am Kritisieren, als wenn sie King of Currywurst wären. Ja, juckt mich doch nicht. Also, sorry, ich meine, so, ich bin eigentlich so jemand, der so großkotzig sagt, let Lumber speak, so, aber das ist in dem Fall halt so, dass einfach so, es funktioniert so. Und wenn da jetzt irgendwie so ein bisschen Kritik zu aufkommt, dann nehme ich mich dem Ganzen noch an. Aber ich brauche jetzt nicht jedes Mal ein Disclaimer zu machen, dass das Video, dass das Format da und daher ist so. Keine Ahnung. Ich habe ja bei Wenn ich du wäre auch nicht gesagt, hey, das haben Juck und Klaas vor 2 Jahren auch schon mal gemacht. Oder Flachwitz-Challenge habe ich auch nicht erfunden. Habe ich damals, der kommt flach, habe ich vielleicht mit der Vive groß gemacht. Oder Ultra-Talent. Junge Knossi hat auch nicht gesagt, hey, das ist aber ein Originalformat von Revi. Digga, es gab schon immer Talentshows, es gab schon immer Nicht-Lachen.
Bro, also. Guck mal, ich finde, ja. man muss nie, also so grundsätzlich kann man ja auch gar nicht, man muss nie das Rad neu erfinden. Nein. Wenn man seinen eigenen Spice reinbringt und ich sag mal, der eigene Spice ist jetzt in dem Falle, dass du es auf die deutsche Szene bringst. Ja, und wir halt einfach kaputte Menschen da vor Ort haben. Oh, total, total, ja. Wahnsinn. Also ich muss schon sagen, ich finde tatsächlich, wir haben in der deutschen Szene, ich würde es nicht jetzt kaputt beschreiben, aber schon eine Variation an interessanten Charakteren. Ich sag dir wirklich, es hat ein bisschen was von so einem Avengers-Marvel-Universum. Oder, ja, so, mega, ne? Voll. Weil es voll. Sind so viele einzelne Charaktere, von denen jeder wirklich, also in irgendeiner Art und Weise mal seinen Arc hat und seine Rolle spielt, so. Ja. Wo man sich auch immer wieder fragt, Digga, was zum Teufel? Also es gibt ja wirklich immer wieder auch diese Geschichten so auf Twitter gerade, sorry, X, ja. wo du dann so drauf gehst und dann so liest du so einen Thread durch und du fragst dich so, Digga, also ja. Du denkst schon immer, das Drama in den USA ist groß, so. Aber holy shit, was hier manchmal so auch hinter den Kulissen sich abspielt, das ist so geisteskrank. Okay, wir wollen jetzt hier nicht zu sehr in den T-Talk gehen. Aber, so, ne? Aber du weißt selber, was ich natürlich meine. Natürlich, so. Gleich. Teilweise, also da ist wirklich eine Kopfhickerei am Start, untereinander und gegeneinander. Und das ist gefühlt, ihr müsst euch vorstellen, so diese deutsche Szene. Ist immer noch klein, die ist zwar groß, es sind viele, aber der enge Kreis ist nicht viel. Der enge Kreis, oh, was würdest du sagen, wie viele Leute sind das im engen Kreis? Also so im engen Kreis zu sagen, jetzt Kölner, aber so insgesamt... So, also jetzt aus meiner, ich würde jetzt mal sagen, relevant enge Bubble. So, ja. Ne? 200 Leute maximal. Safe, wirklich. Ne? Ja, so. Ja. Und in diesem Kreis passiert schon echt einiges. Untereinander wirklich. Das ist wie Lindenstraße. Wenn du das alles mal vorher verfilmen würdest, Digga. Wer hier mit wem mal hier und da und da. Allgemein, wer hier mit wem? Junge. Da würden sich manche, ich sag dir ehrlich, manche würden sich an den Kopf fassen, was schon teilweise für Kombinationen entstanden sind. Aber reden wir nicht drüber. Weil wir sind Gentlemen. Was hältst du davon, Folgendes? Pass auf, bevor ich ich habe ja irgendwann immer so überlegt, machst du irgendwann mal einen Abgang, hörst du irgendwann auf mit YouTube und so. Ja. Ne? Und ich bin zum Schluss gekommen, wenn es so passieren sollte, ja. Ja. Dann mache ich Folgendes. Dann kommt erstmal das dickste Marlboro-Placement. Natürlich. Dann kommt die Revi. Revi retten. Philipp Morris in die Corner. Und dann werde ich ein Buch schreiben. Und dann werde ich alle halt in die Pfanne hauen. Ne? Ist klar. Pass auf, das habe ich mir immer gedacht, wenn ich gecancelt werde. Digga. Dann werde ich wirklich. Also, dann mache ich auch keinen Unterschied zwischen Freund und Feind. Dann mache ich den toxischen Reichelt. Digga. So, schreib nochmal so ein Buch und fick alle nochmal. Meine Autobiografie, die Wahrheit über alles. Ja, die Wahrheit. Stehen, dann bist du so, kannst du diesen emotionalen Schmerz auch fühlen, wenn du dann so sitzt und du schreibst und denkst dir so, boah, jetzt zum Beispiel bei dir. Henke war eigentlich immer gut zu mir so. Ja. Aber ich kann den jetzt auch nicht auslassen. Ich muss erzählen, was er am 9. November 2004 getan hat. Ich muss es sagen. Was war am 9. November 2004? Ja, frag mal, wo warst du da am 9. November 2004? Es war doch nichts am 9. November 2004. Doch, da ist was passiert in deinem Dorf. In meinem Dorf? Da warst du noch relativ jung und klein. Bruder, was hast du da gemacht? Ich vom Dorf kommen, Alter. So. Hört man mir das an? Nee, du siehst so aus. Ehrlich? Ja, ich finde. Du siehst aus wie ein Friesenjunge, wirklich. Du siehst voll aus wie ein Friesenjunge. Bro, du bist so eine Mixture aus Kreuzberg-Cotti. Ja. Und Friesenjung. Weißt du, wenn du jetzt mit dem Club Mare hier lang blendest. Die Tattoos machen mich Kreuzberg. Ja, und Club Mare in der Hand, die selbstgerichtete Kippe, das ist es so ein bisschen, ne? Okay, ja, aber ich finde, das ist ein Vibe, der gut ist. Ja, schon. The best of both worlds, weißt du, was ich meine? Ja. Nahbar, aber trotzdem ein bisschen die Nase hoch. Guck mal, der pathologische Narzisst in mir muss nochmal auf was zurückgreifen, weil du sagtest, jeder hat so seinen Arc. Meinst du, ich habe auch noch einen Arc irgendwann? Ich glaube, dass du mit dem Format gerade völlig da reinbretterst. Meinst ich glaube, du? Dass du vorhin gerade richtig auf einem richtig guten Wege bist. Sorry, jetzt. Ey, meine ich jetzt ernst, weil, ehrlich? Also so wie du es führst und so, ist immer sehr, sehr entspannt und ich habe mir die auch, wie gesagt, schon ein paar Mal so reingezogen. Super, super easy. Mhm. Damit kommen wir zum Sponsor des heutigen Videos. Ey, kein Scheiß, vielen Dank. Weil ich habe immer oft. Jetzt hättest du so geil was einfügen können. Wenn du jetzt so einen bekommst, Digga, bitte bring ihn rein. Bruder, ich muss klar, aber bei mir platziert keiner. Echt nicht? Naja, also bei mir ist. Relativ haarig so mit Deals. Ja, mal gucken. Vielleicht hier mal so, Bro, auch wenn es jedes Mal Raid Shadow Legends ist, dann ist es so. Ach, Bruder, aber... Ist doch egal. Ich bin auch sehr wählerisch, was das angeht. Ich sag auch vieles ab. Aber du hast nicht das Geld, um wählerisch zu sein. Das darfst du nicht vergessen. Eben, eigentlich ja. Eigentlich musst du mitnehmen, was geht. Ja, komm, Nestle, wir machen. Meldet euch. Wir machen. Die Wasserprojekte von denen. Ja, wir machen ein bisschen Vitell-Wasser. Gäbe es so eine Brand, wo du sagst, mit der würde ich unglaublich gern zusammenarbeiten, jetzt mal ehrlich? Eine Brand, mit der ich zusammenarbeiten würde? Digga, Lipton. Lipton? Dieser Eistee? Ja, safe. Ja. Findest du ihn lecker? Ich finde Lipton, sag ehrlich, was ist das beste Eistee? Oh, ich
Sei nicht Gönnergy, ist kein Eistee. Nein, nein, nein. Aber trotzdem. Ich habe früher, ich trinke halt gar keinen Eistee mehr momentan. Okay. Ja, ich trinke auch nur zuckerfrei, wenn dann meistens. Ja, ich bin halt voll auf der Red Bull Zero Wafer. Das ist meins. Ich habe dir eine scheiß Frage gestellt. Du musst Nee, das ist gar nicht schlimm. So. Okay. Ich kann das auch ehrlich sagen. Sag dir mal, die sollen Eistee rocken. Früher war Pfanne-Eistee gerockt. Bin ich weird, Champ? Bro, ich weiß nicht, was es ist. Ich habe richtig um die Ohren für gekriegt, für den Take. Ich persönlich finde, dass Pfanne das räudigste ist überhaupt. Oh. Ja. Nein, ich find Pfanne. Ey, ist ja okay. Willst du sonst irgendwie ein paar Bold Statements raushauen, irgendwie so ein paar geschichtliche Ereignisse vielleicht in Frage stellen oder sind wir da oben ganz klar? Erklär mal kurz. Mach ich doch grundsätzlich gerne. Nee, ich finde Pfanne ist hier wirklich schlecht. Nee, weiß ich, also ich finde. Oh, no placement. Ich finde die zuckerfreien Sachen von Fusey ganz gut. Nie getrunken. Aber ist ja ehemalig. Also ist ja die alte Nesti-Sparte, weil Coca-Cola hat ja vorher Nesti produziert. Du bist richtig drin im Eistee-Game. Ich habe mich reingelesen, was mich interessiert hat. So, wo auf einmal Fusey herkam. Weil Fusey gibt es ja erst, keine Ahnung, 5, 6 Jahre. So. Und da ist halt nämlich, dass dieser Ab. Ich werde es dir erklären, auch wenn du nicht nachgefragt hast. Dass dieser Produktionsstil zwischen Nestle und Coca-Cola ist quasi beendet worden. Und dann hatte Coca-Cola noch die Maschinen dafür, haben gesagt, ja gut, dann machen wir einen eigenen Eistee. Thema Hobby. Ja. Was sind deine Hobbys? Meine Hobbys? Ja. Ey, tatsächlich ist dieses ganze Content-Creator-Ding so Hobby geworden. Aber ich habe auch wieder in die Musik reingefunden. Ich habe früher in Schulbands gespielt, wusstest du das? Du hast Gitarre gespielt, glaube ich, ja. Oder Schlagzeug oder sowas, ne? Kann ich auch. Aber ich habe viel Musik gemacht, aber ich war sehr schlechter Gitarrist. Ich habe Gitarre gespielt und gesungen. Kannst du singen? Alle sagen ja. Dann mach mal. Jetzt nicht. Kennst du, wenn jemand so sagt, du bist Comedian, erzähl mal einen Witz. Ja, ja, klar. Du bist ein Rapper, YouTuber. Rap mal was. So. Mach mal ein Video. Bist du ein YouTuber? Mach mal ein Video. Bist du ein Livestreamer? Mach mal ein Livestream. Bist du ein DJ-Ball. So bin auf so an der Ampel. Sehe ich bei dir. Ich sehe dich so mit, du gibst mir so ein bisschen den Annemarie-Kantereif-Vibe, weißt du? Ehrlich, ne? Ja. So. Aber vielleicht auch so ein bisschen mal. Deutsche Post belohnt. So. Riechst du das? Das war dein Hund, Digga. Nee. Hier gammelt irgendwas, Digga. Man muss in Kölner Parks wirklich wichen drin. Man sitzt irgendwo. Das ist ein bisschen säuerlich. Ja, ja, genau. Es kommt nicht so, die Digga, hier ist irgendeine aufgedunsene Leiche oder sowas. Die so auf einmal so aus dem Boden rauskommt. Gequollen, Digga, wirklich. Ist das so eklig. Na ja, cool, Musik passt, glaube ich, zu dir. Finde ich gut. Ja, ich mache das gerade mit Philo, aber Philo macht nur Hyperpop. Es ist anstrengend, ne? Ja, nee, also ist ganz witzig, aber ist nicht das, wo ist jetzt nicht mein Anspruch. Aber ich tatsächlich befasse mich so keine mehr echte damit. Musik, so wie Rock. Rock ist echte Musik. Ich finde. Nee, aber ich finde tatsächlich, was ich vermisse in der heutigen Musiklandschaft, sind immer so richtig schöne, also so gute. Ich habe beispielsweise sehr viel gestern auf dem einsamen Moment habe ich viel Coldplay gehört. Mhm. Und ich muss sagen, ich habe so Live-Videos von so Coldplay reingezogen und muss sagen, Coldplay ist eigentlich so unhatebar. Ich finde, so wie Finn Kliman. Weißt du, das ist auch gute Musik. Das, ja, ey, Real Talk war gute Mucke. Mal unabhängig davon, ob jetzt Krise geil ist oder nicht. So, die Mucke war gut. Ja, voll. Aber der bringt jetzt wieder was raus, War wirklich gut, ja. Ich fand wird ehrlich cool, was er gemacht hat. Deswegen war das umso schlimmender, dieser Schock, umso schlimmer dieser Schock, dass das quasi, hat es viel mehr reingekickt, dass der so einen Skandal an der Backe hat. Ja, weil er war so der Sauberste, ne? Bei dem hat es keiner erwartet, weil der macht so viele soziale Projekte. Wenn jetzt, keine Ahnung, Digga. Nee, aber nimm mal hier direkt die Beispiele, die wir hatten hier, so ein Simon Desue. Wenn der jetzt, Masken gescammt hätte, ja. Ja, aber von denen Scheiße, hat auch niemand was erwartet. Dass sie irgendwie Scheiße, aber dann ist halt so, weißt du. Ja. So UpRats, Videos aus Dubai gesehen. Ist der jetzt in Dubai? Ey, nicht schlimm. Ich war wirklich auch müde gerade. Ja, ja, klar. Ey, du hast gesagt, wir sollen früh drehen. Ja, ich muss los gleich. Hast recht. Er hat so Kurse mit so Telegram-Gruppen beworben. Super mega geil. Herr UpRats? Ja, ja. Hast du Sam Desue das auch gemacht? Das ist Investor, die beiden. Ja, Sam Desue hat doch immer den großen Dropshipper gemacht. Ja, ja, Digga, auf Amazon. Der Arsch vor Kohle. Junge, Wahnsinn. Aber ich gönn's den irgendwie nicht. Ja, ich mach da kein Auge, ich denk mir nur. Nein, pass auf. Schade, so viele Leute, die gescampt wurden. Ich glaube, ich gönne es den Strukturen nicht, weil ich habe immer voll viel gehört, dass das eigentlich coole Typen sind. Ja, voll. So, das ich kenne sie auch. Also und das finde ich schade. Ja, aber weißt du, das Ding ist, ich habe wirklich manchmal das Gefühl, dass, so wie bei mir auch, man sagt ja immer, Geld verändert einen. Ja, ne? ja. Aber ich sage ehrlich, ich glaube, Geld fördert manchmal einfach den wahren Charakter zum Vorschein. Weißt du? Okay, ja. Checkst du? Ja. Und ich glaube, bei denen ist einfach schon immer sehr viel
Kompensation und ich muss irgendwie der Krasseste sein, weil es irgendwie, weiß ich, woher dieser Drang kommt so. Ja. Und ich glaube, das leben die jetzt halt so fully extended aus, bis sie halt merken, ja, das macht halt auch nicht glücklich so. Ist es, kann es damit zusammenhängen, dass man vielleicht aus einem nicht so gut betuchten Haushalt kommt und dann gerade so auf der Extraspur liegt? Oder ist es einfach so ein Charakter-Ding, würde ich nicht sagen. Dass man so einen Geltungsdrang hat. Es gibt auch voll viele Leute, die so, also made it so und kommen nicht aus guten Elternhäusern. Ich glaube, sind ziemlich humble. Ich glaube, es ist einfach eine charakterliche Geschichte. Ja, ne? Ich glaube, es ist voll einfach eine charakterliche Geschichte, wie du damit umgehst und wie sehr du dich halt darüber definierst. So. Ja. Also klar, es ist voll nice, sich schöne Sachen kaufen zu können, so. Aber nach dem 10. schönen Ding denkst du dir auch so, ja, okay, so. Aber dann wann kommt jetzt das Dopamin oder warum bleibt das nicht so? Weil das ist ja nicht das, was langfristig wirklich hilft. Also klar, dieses so, ich heule lieber im Lamborghini als auf der Parkbank. Ey, check ich voll den Take so, ja, ja. Dass das von außen so ist. Aber also es wird ja auch schon was dran sein. Ich glaube nicht, dass alle Leute, die viel Geld haben, einfach sagen, ja, Geld macht dich glücklich. Nicht um das als nicht valides Ziel den Leuten zu verkaufen, zu sagen, ihr habt macht viel Geld, sondern weil es einfach Real Talk ist, weil es stimmt halt wirklich. Ja, also, ich glaube, es gibt eine Sicherheit und demzufolge halt ist genau, ich glaube, deine Probleme werden anders, aber dann hast du vielleicht zeitlich mit anderen Problemen mehr auseinanderzusetzen. Probleme werden einfach teurer. Probleme werden teurer so. Ja. Es gibt auch sogar eine Studie darüber, irgendwie, dass du ab, ich glaube, was war das, 100, ich glaube mittlerweile Inflationsbereich irgendwie 120.000 im Jahr, keinen marginalisierten großen Glücksanstieg hast. Nee, es ist auch so. Ja. Also habe ich auch gelesen, die Studie. Nee, ist auch korrekt. Aber ich muss sagen, und jetzt muss ich kurz Eier lecken, ich finde, dass bei dir, pass auf, ich hatte, als ich in die Szene reinkam und nach und nach die Leute kennengelernt habe, hat man natürlich immer so einen Voreindruck. Ja. So aus dem Content, den die Leute halt gemacht haben. Und bei dir habe ich halt gedacht, ich hatte halt ein bisschen Sorge davor, wie du bist. Ja, ja. So. Muss aber sagen, und jetzt kommt das große Eiergelecke, als ich dich kennengelernt habe, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, das war damals in Hamburg bei Simon, habe auch mit Jody drüber geredet. Ja. Da war Jody auch mit dabei. Du bist für mich einer der so positiven Überraschungen bei diesem Never Meet Your Idol oder so. Ich finde dich immer, jedes Mal. Krass. Und wir, ich meine, du bist auch, hast auch viel zu tun. Ich habe meinen gerade so, wir sehen uns gar nicht mal so häufig. So einmal im Monat vielleicht. Ja, aber wenn wir uns sehen, ist das immer nice. Danke und ich finde, du bist ein sehr enjoyable Charakter. Kuss, dankeschön. So. Vielen mag Dank. Ich mag dich wirklich sehr, sehr gerne. Dankeschön. Das ist sehr lieb. Und dann haben wir dann teilweise so Momente, das ist ein Thema, worauf ich auch noch, was ich auch noch quatschen wollte. Gibt es dann solche Momente, wo wir beispielsweise bei diesem Box-Event sitzen und es gibt diesen Gag-Revi-Hate. So. Und da habe ich mich immer so gefragt, guck mal, ja, klar, aus Scherz und so weiter und so fort, aber was macht das mit dir oder wie gehst du damit um? Ist es wirklich, dass du halt sagst, ich gebe keinen kompletten Fick drauf geben oder ist es auch manchmal, dass du da sitzt und denkst, jetzt ist langsam auch mal gut? Ich glaube eher so das Zweite. Also es ist nicht so, dass es so komplett egal ist. Ich weiß ja auch, wie es gemeint ist so. Ja. Aber trotzdem ist es so weird und ich frage mich auch immer so, was denkt ein Außenstehender, der diesen Insider nicht kennt, so, weißt du, was ich meine? So, dann ist immer so, ja, Digga, der muss ja wirklich denken, dass ich ein scheiß Typ bin, weißt du, was ich meine? Ja. Und ich glaube, das ist dann so ein Ding von einem ersten Eindruck schaffen, den ich gar nicht selber verursache, weißt du? Und das ist dann immer, wo ich denke, ja, muss das. Ja, weißt du? Ja, und den Eindruck habe ich halt irgendwie häufig, das ist so, ich sitze dann da so in dieser Situation, so im ersten Moment, klar, lache ich drüber so, ja, das ist so, ja, die buhlen jetzt alle Revi aus, aber im nächsten Moment denke ich mir so, eigentlich... Beim Boxkampf ist, glaube ich, nochmal besonders gewesen, weil, wie gesagt, da kam auch nochmal dazu, dass Amar und ich einfach nicht angetreten sind. Ja. Ich glaube, da waren viele Leute auch ehrlich pisst. Also die waren wirklich sauer, was ich verstehen kann. Naja, weil wir es halt angekündigt haben. Sein, oder? Naja, aber maybe they started it, I don't know, so, weißt du? Also die haben dafür Geld bezahlt, ich kann das ein Stück weit auch verstehen, so. Ja, also, natürlich, ja. Kein Plan. Aber ich fand trotzdem ich hab, ist ganz witzig, ich habe letztens mit jemandem darüber gesprochen, die auch gesagt hat, yo, also sie hat auch gedacht, ich wäre super, super arrogant und ich habe sie gefragt, warum. Sie meint, es ist einfach dein Gesicht. Ich sag so, wie? So, weil ich scheinbar teilweise einen sehr gedankenleeren Blick drauf habe, der einfach arrogant aussieht. Maybe. So, also das, was mir auch häufig gesagt wird. Ja, ja. Mir wird immer häufig gesagt, wenn ich durch die Straßen gehe, sehe ich aus, als wenn ich richtig auf Kacke wäre. Ja. Als wenn ich gleich demnächst best auf die Schnauze haue.
Aber das ist gar nicht so. Wir sind ja voll die netten Kerle. Ultra. Guck mal, es gibt so Leute, die sind, so wie Papa Platte, die sehen überfreundlich aus, sind aber arrogant. Boah, ich finde aber Kevin auch eine unsympathische Fresse. Ist er auch. Weißt du, wer richtig unsympathisch. Aber ich mag ihn auch sehr gerne, aber weißt du, wer auch richtig unsympathische Gesichter hat? Und ich saß jetzt einfach. Ich finde Mo. Mo? Ja. Ja, oder? Ja, das stimmt. Aber Mo ist ultra cool. Ja, das stimmt. Aber da will man reinschlagen. Ja, ne? er ist unser Quoten-Ossi. Ja, das stimmt. So wichtig ist Reus. Wir lieben ihn. Ja, good dog. Nee, aber weiß ich jetzt schon, vielen Dank. Ich wünschte, ich könnte jetzt auch sowas Geiles über dich sagen. Nee, aber, ich weiß nicht mal deinen Vornamen. Weißt du meinen Vornamen nicht? Ich sag ihn jetzt nicht, wenn du ihn weißt. Nee, ich weiß ihn. Weißt du ihn? Ja. Shorty weiß ihn nicht. Shorty muss mich auch mal siezen. Herr Henk. Herr Henke. Nee, es gibt doch voll viele, die halt denken, also erstmal voll viele aus der Szene, die mich schon jahrelang kennen, die meinen Vornamen nicht wissen. Deswegen habe ich gerade nachgefragt. Ich musste gerade nochmal überlegen. Ich bin mir nicht ganz sicher. Aber eher, oder? Ich kann es piepen. Ich bin mir gerade unsicher auch, sage ich ehrlich. Was soll ich sagen? Ich glaube, ich liege sogar daneben. Oh, jetzt guckst du mich richtig böse an. Ne? Ja, sag. Scheiße, ist falsch, oder? Ist falsch gewesen, ne? Guck mal, du hast. Wir machen mal Gags darüber, dass wir gleich heißen. Oh mein Gott. Oh, Bruder, ja. Ah. Digga. Kann man so lost sein. Das ist wahnsinnig viel. Piepen, muss ja auch piepsen dann. Ist ja dumm sonst. Ja, eben. Digga, also wirklich, wie kann man so sein? Also wirklich, sowas Bodenloses. Weißt du, was ich auch... Aber es ist auch ein Name, der mir nicht steht. Nee, finde ich oder? Auch. Oh, jetzt hat gerade hier jemand den Turn gemacht, weil ich gesehen habe, hier, kleiner Podcast, Arino. Das ist geil in Köln. Lieb. Wenn du jetzt auch hier in Berlin zum Beispiel wärst, ne? Ja. Da stellt keiner mehr in Frage. Ja, zwei Typen im Park mit dem Mikrofon. Irgendwelche Yuppies, die so einen Podcast haben. Also, die so denken, sie werden es jetzt, Digga. Damit schaffe ich es raus aus der Street, Digga. Ja. Was wollte ich gerade sagen? Du wolltest gerade einen Berlin-Köln-Vergleich machen. Nee, davor wollte ich noch was anderes sagen. Über dieses Thema sichtliche Arroganz oder so. Ich weiß nicht. It's gone. Wahrscheinlich dieses... Vielleicht sehe ich einfach zu arrogant aus. Ich glaube, ich wirke auch einfach erstmal von meinem damaligen Content, weil auch, glaube ich, viele noch dieses Bild von früher so haben, sehr laut und so. Das ist ja gar nicht mehr so der krasse Fall. Überhaupt nicht. Ne? Oder also. du bist ja auch übel based, Alter. Ja. Du bist doch voll based. Ja, immer wenn ich so Sachen sehe, wo du irgendwelche Talkrunden stattfindest, Revi, Digga, immer based. Kuss, danke. Ist auch gut. Weil ich habe das Gefühl, gerade aktuelles Thema, hast du das Ding mit Felix gesehen? Mit diesen Jungs? Ja, Bro. Bruder. Also, Digga, da. Sorry, ganz kurz. Ey, ich wollte das Fass for real hier nicht aufmachen. Ja, ne? Wir machen es auf scheißegal. Digga, wir sind eine wirklich. Corner. Also, da müssen wir, musst du aber nochmal bitte piepsen, okay? Ja. Weil ich will dieser Kreatur wirklich gar keine Aufmerksamkeit widmen. Ja. Ich f*** diese so. wenn dieser Mensch sich Gamescom. Da würde ich ehrlich sagen, Bro, da würde ich zu lang. Wirklich. Ehrlich? Digga, wirklich. Also, selten eine unangenehmere, unsichere Gestalt in meinem ganzen Content-Creator-Leben gesehen. Wirklich. Dieser Kerl. Digga. Aber ich habe mir eigentlich anfangs gedacht, das ist... Ich dachte, es wäre so. Ich dachte, ey, super, der hat Potenzial. Dachte ich auch. Aber dann hat er sich in so einer weirden Self-Love-Bubble, die sich so gegenseitig circle-jerkt, so... Weißt du, was ich meine? Aber auf Takes, die absolut weird sind. Also auf so Weird-Champ, Toxic-Takes irgendwie so gefangen irgendwie und dann ja reingekackt so einfach. Und ich dachte auch voll so, weil so dieses TikTok-Ding und so mega interessant, mega funny auch teilweise, auch so, auch wie seine Rhetorik und so ist sehr stark. Ja. Aber dann halt so einen Scheiß zu verquatschen, genau, Digga. Genau, da habe ich gerade gedacht, dass die eigentlich vom Kopf her smart sind. So, und dann sehe ich dieses Gespräch. Ja, Bruder, ein AfD-Politiker kann auch eine schöne Rede führen. Weißt du, was ja, ich meine? Ja, weil die rhetorisch nicht schlecht sind. So. Ja, die richtig. Die sind ja auch geschult alle. So. Aber dann haut der einen Shit-Take nach dem anderen raus. Und das Erste, was ihnen einfällt, ist, irgendwelche Adlibs zu machen. Ja, ja. Und rumzutanzen. Weißt du, wie die kleine Weißnase da sitzt, anfängt rumzutanzen. Ja, wirklich so wie die Gangster unangenehm. Aus Atlanta. So, Digga, das check ich nicht. So unangenehm. Auch diese, ich fühle mich zu sehr... American Wave, finde ich auch immer sehr corny bei Deutschen. gerade, no joke, ich will jetzt hier nicht irgendwie so in diese Dinge. Aber ich find's geil, dass du gerade das Wort corny verwendet hast. Ja, ist es so, aber checkst du schon. Ja, so, natürlich, ne? Klar. Bro, du bist halt so wie wir alle, irgendein Whiteboy von einem Dorf. Ja. Und es steht dir einfach nicht so, weißt Nein, du, was ich meine? Nein, natürlich nicht. Leave it to them so, weißt du? In unserer Partei sowieso schon viel mit Anglizismen. Genau, es ist cool, dass du es so zelebrierst und so und dass du so down bist und das auch supportest, ne? Ja. Aber
Das ist nicht deins so. Nein. Weißt du, was ich meine? Eben, das ist nicht genau, deins. Genau, du darfst genau. nicht so reden, du darfst nicht solche Takes haben. Das ist nicht deine Culture. So. Das finde ich immer sehr, sehr schwierig. Es gibt so eine Fine Line zwischen Appropriation und Aneignung und ja. die wird halt immer wieder gecrossed. So. Also, und es ist auch kein Woke-Shit, den ich hier rede oder irgendwie so, weil ich das jetzt hier irgendwie Konsens, gut dastehen Bruder. Möchte, sondern es ist das, was ich halt erfahre von Leuten, die halt selber kulturschaffend in dem Circle sind. So. Ja. Die halt sagen, Bro, das fuckt halt manchmal ab. Ist doch so. Dass alle so sein wollen wie. Weißt du, checkst du? Ja. Ja. Was hast du da für ein Buch? Ja, das ist eine geile Frage. Ah, okay. Das ist das Cornerbuch. Das Cornerbuch. Das Cornerbuch ist mein Freundebuch. Oh, geil. Am Ende einer jeden Folge. Ist jetzt schon Ende? Ey, du Bastard, hast doch jede Folge geguckt, du weißt, was kommt. Nee. Ich hab ADS, ich hab nie zu Ende geguckt. Hast recht, sorry. Es ist das Cornerbuch und das ist immer das Freundebuch, das machen wir am Ende. Mhm. Wir sind jetzt quasi so kurz vor Ende, weil du musst auch langsam wie bald los. Haben wir? Guck mal bitte. Ich gucke auf meine Apple Watch, für die ich viel Geld bezahlt habe. Wir haben es jetzt 5 vor 11. 5 vor 11. Deswegen machen wir jetzt langsam. Ja, so viele Stunden haben wir noch, ne? Ja, aber du musst auch langsam los, oder nicht? Willst du nicht los? Ja, ist zu viel gewesen jetzt, ne? Ja, ich habe auch langsam die Schnauze voll. Mir fällt auch nichts mehr ein, was ich dir erzählen soll. Ja. So, und du nährst mich auch wieder ein Stück weit. Dein Hund ist irgendwie, der stinkt auch. Fangen wir an mit dem Cornerbuch. Der liegt da nur. Ist eine ganze Spalte. Der liegt da wirklich. Der Hund liegt da nur rum und wird gehatet. Was ist denn überhaupt für eine Rasse? Ein Spitz. Ein Spitz, ganz normaler? Ja, so Mittelspitz. Zwergspitz? Nee, Zwergspitz sind doch diese kleinen Kackviecher. Die richtigen Nerven. Wo Paula Maria mit rumläuft. Das ist ein Mittelspitz, der ist ein bisschen größer. Mittelspitz? Mittelspitz, ja. Mittelsize, Mid-Size. Aber er ist, ne? ist ein schöner Hund. Er ist ein schöner Hund. Er ist ein Bastard, aber ein schöner Hund. So wie du. So wie ich, ja. Hey. Stark. Haben wir gerade nochmal gerettet. War kurz. Es gab ja, weil ich wusste, pass auf. Sekunde, Bro. Weil ich war mir nicht sicher, weil ich dachte, wir gehen in den. Ah, okay. So, und du hast du hast richtig rausgezogen. Ich wollte mich noch an einen Ring festkrallen. Du hast es rausgezogen und dachte mir, okay, wir gehen auf die Faust. Kennst du wirklich so Leute, die es auch nicht gerafft bekommen, mal einen ordentlichen Handshake zu machen oder sich ordentlich zu begrüßen, die dann wirklich den... Oh, Bruder, das ist der Rentner-High-Five. Kennst du den Rentner-High-Five? Pass auf, aber dann so komisch. Nee, pass auf, mach dich bereit, mach dir mal einen normalen High Five ready. Und dann kreist du aber so ganz weird rein und schüttelst. So machen das Rentner. Auch weird irgendwie gewesen gerade. Hallo. Nein, die machen Sightseeing. Ja, hab ich gegrüßt gerade, Digga. Lass ihn mal. Wir machen das Cornerbuch. Ja. Also, wir gehen ein paar Fragen durch. Du duscherst ja aber nicht. Name. Name, du hast voll den Allmann-Namen, ne? Mein ganzer Name. Hast du einen zweiten Namen? Nein, Sebastian Meyer. Sebastian, Digga, so geil. Ich kenne bestimmt. Nee, ich kenne nur einen weiteren Sebastian Meyer. Hm. Nee, ich kenne drei Sebastian Meyer. Ja, ich wollte gerade sagen, Digga. Das ist der so eine geil. War Pole auch. Das ist so geil. Weird. Jeder ist das. Ich aber so weil, wie Meyer geschrieben? Große M und kleine Eier? Ja, aber mit EY. Aber mit EY. Eier. Ja, normal. Eier. Wie Jan Meyer. Ist auch Englisch. Sind verwandt? Eier. Ich glaube schon. Müssen ja alle Meyer sein. Ja, ist ja so. Gibt ja nicht so viele. Ja, anders. Hast du überhaupt einen Spitznamen? Sagt man, Revi sagt man da immer, viele oder? Sagen einfach Sebastian. Sebi war früher ein Ding. Sebi? Corny. Seppel? Sepp. Sebastian, das finde ich einfach, finde ich cool. So. Sepp? Ja. Seppel. Der rennt irgendwas ins Auge. Was ist denn das? So eine kleine Zecke, Fliege. Ne? Ja. Einfach in meinem Auge jetzt. So ein Parasit. Poliose im Auge. Mhm. Ich weiß, warum du immer arrogant aussiehst. Wegen der Sonnenbrille. Ja, weil die von Prada ist auch. Weil da ist halt, das muss ich immer wieder sagen, guck mal. Wenn ich aber es ist so, steht dir auch irgendwie jetzt mittlerweile, ne? Du hast es so drin. Also ich sehe damit auch deutlich besser aus, wenn ich kleine Augen habe. Ey, sag ich auch. Und, mal. Bro, im Sommer habe ich immer mies Pollenallergie, das heißt, es knallt mir da nicht so ins Auge rein, das macht voll einen Unterschied. Es gibt und keine Allergie. Ich habe Dioptrien drauf. Also, das Dioptrien drauf. Ja, so, ich auch. Ich sehe damit besser einfach. Ja, yeah, same, so, same. Ich erkenne den Hund nicht mehr. Ich weiß nicht, ob da jetzt ein Blätterhaufen ist, oder? Alter, was ist denn da los mit deiner? Tue ich nicht. Digga, zieh mal wieder auf, die Nase aber ist sieht auch scheiße aus. Ja, wirklich, sieht richtig scheiße aus. So, jetzt ist jetzt gut, jetzt bist du wieder handsome motherfucker. geil. Das Ding ist, auch wenn ich abends raven gehe oder zum Auflegen habe ich die an. Ja, weil, oder auf Sexpartys. Ja, auf Sexpartys auch. Ehrlich? Schon gemacht, ja. Damit mir dieses Auge spritzt, weißt du, wenn ich mit Marc erst da bin. Okay, valid, ja. Ne? Ja, Taucherbrille. So, mach weiter, komm. So nennst du mich am besten Revi eigentlich, ne? Wann hast du Geburtstag, Revi? 2.12.92, 30. Bist du 92er schon? Das ist so geil. Viele sagen immer, boah, das freut mich auch immer echt. Wenn sogar ich Brille abziehe, sagen Leute so 26 so voll oft. Doch, höre ich sehr oft. Mach das jetzt nicht kaputt. Mach das jetzt nicht kaputt, Digga. Ja, du weißt es halt. Aber wenn jemand so mich nicht kennt, die sind immer überrascht. Tut mir leid, Rivi. Du hast recht. Du siehst aus. Ich habe mir Korea Beauty-Cremes für 300 Euro gekauft, du Wichser, damit das. Ehrlich? Ja, habe ich gemacht. Hast du so Beauty-Zeug und so? Ich kläre mir auch immer das Arsch mit Bepanthen ein. Was ist das, Steinbock? Steinbock, Schütze.
Nee, Schütze? Sniper. Ist echt? Ist das Schütze? Ja. Ja, sonst stell doch ja. einfach kurz in Frage, was ich bin. Also, das ist so mach das doch, mach. Ey, willst du mir, sonst, Bro, gib mir doch, ey, gib mir doch schnell, gib mir noch ein paar Pronomen, Bro. Weißt du, mach das doch einfach kurz für mich. Hierhin? Passt. Gut. Weißt du, ein Aszendenten? Was ist das nochmal? Mein Erzfeind, ne? Ich glaube, ich habe keine Ahnung, Digga. Aszendent ist das, was mein echtes Sternzeichen ist, oder? Ja, ja, ja. Das ist dein eigener, eigentlicher. Digga, keine Ahnung. Ich glaube, bei mir war Vago oder irgendwas. Kastanie, Digga, weiß ich nicht. Kastanie? Ja. Varian hat gesagt Red Bull. Mm. Könnte auch passen. Ja. Pass auf, wenn du jetzt zum Beispiel was trinkst, so. Ja. Du trinkst ja gelegentlich. Alkohol. Was, ja, muss nicht, wenn, je nachdem. Was ist dein Lieblingsdrink? Rein geschmacklich. Sag nicht Wasser, das ist so eine scheiß Jody-Antwort. Es ist aber for real so. Ehrlich? Plain Volvic. Oh, fuck off. Und wenn, fuck with Volvic. Und wenn du feiern gehst und Alkohol trinkst? Wodka Soda oder Wodka Bull Zero. Wodka Soda? Skinny Bitch. Ja, wo kannst du sagen, bei uns, also ich kenne das als Skinny Bitch. Ist geil. Sagt man das hier? Ja, ja, super. Okay, check, check, check. Was ist was keiner weiß über dich? Mach mal, sag mal ein bisschen sympathisch für die Leute. Digga, ich hab schon wirklich, also das Ding ist, ich bin ja überhaupt kein verschlossener Mensch, ich erzähle ja viel zu viel. Ey, aus hast, meinem ja, ja, da, und ich wollte das ganze Sexthema gar nicht ansprechen, weil ich zu Vanille dafür bin. Aber ich nehme dich mal mit. Da laberst du richtig viel, da bist du richtig viel dabei, ne? Ich glaube, alle denken, ich hätte schon mal einen Schwanz gelutscht, aber habe ich noch nie. Ehrlich nicht? Ja, ist ein Take. Zählt das? Ja, ich weiß, ob das gelogen ist. Nein, es ist nicht gelogen, es ist wirklich so. Hä, Digga? Hä? Mein? Bro, das kann man nicht Schwanz nennen. Da hast recht, das ist, hast recht. Digga, das ist eine riesige Klitz. Hast recht. Scheiße. Und auch das ist okay. Ja, natürlich, klar. Mir wird jetzt spontan nichts einfallen, was ich noch nicht öffentlich erzählt habe. Bestimmt so, aber das sind so super private Themen, Digga. War das, würdest du sagen, das war früher, also hättest du dich schwerer damit getan als heute? Mit was? Mit solchen Sachen öffentlich einfach so zu erzählen, so aus dem Kästchen raus? Ich habe einfach das Gefühl, ich bin so abgestumpft, dass mich gar nichts mehr juckt. Wirklich so, Digga, oder? Wirklich, also, guck mal, ich habe auch das Gefühl, ich habe auch for real das Gefühl, ich will jetzt nicht sagen, ich bin uncancel-worthy, das ist es nicht, aber ich habe auch echt schon viele Shit-Takes in meinem Leben gebracht und viel Scheiße verquatscht und so. Irgendwie bin ich immer echt gut damit weggekommen. Ich glaube, den Take habe ich auf mich aber auch. Viele sind so, halt, er meint es eh nur ironisch so, weißt ja, du? Ja, ja, klar. Das ist so geil. Weil keiner weiß, was für kranke Ideologien da oben wohnen. Ist auch so. Ne? Ist aber man lässt mir auch, mir lässt man zum Beispiel auch sehr viel durchgehen. Nee, weil bei dir ist es aber so, weil es keiner hört. Stimmt. Ja, hast recht. Hast recht wieder. Gab es etwas in deiner Laufbahn, was dir sehr unangenehm war, wo du im Nachhinein sagst, oh, Alter. So richtig, richtig unangenehm. Ja. Boah, Digga, jetzt kommt's, pass auf. Ja. Ich habe einmal, 2016, habe ich einen Vortrag gehalten. Jetzt wird es ein bisschen lustig. Ja. Vor so einer Industrie- und Handelskammer. Oh nein. Vor so Geschäftsleuten. Und ich war so nervös, ich war so am Shaken und am Schittern. Ging es da um die Regulierung von Content Creator? Nee, es ging so um meinen Werdegang wieder so. Ja. Und wie Social Media in der modernen Unternehmenswelt irgendwie stattfinden sollte. Mhm. Bruder, und ich habe wirklich, also ich war so nervös, Digga, ich habe so reingechoked. Oh, und vor allen Dingen hat man, also ich habe mich auch voll oft verlesen und so Scheiße erzählt. So. Vor so 300 Leuten, die haben mich auch nie wieder gebucht. So. Weil so ein offizielles Ding ist. Ja, ich habe so damals, so, glaube ich, so 8.000 Euro dafür bekommen oder sowas. Auch noch so voll viel Geld. Und der Typ, der mich gebucht hat, der meinte auch danach so, ja, Bruder, das machen wir nie wieder. Hast du schon häufig sowas, dass die Leute halt gesagt haben, ey, komm. Also so beispielsweise bei so Kooperationen, dass sie sagen, so, boah, scheiße, das war echt scheiße. Oder war die Resonanz bisher eigentlich immer ganz gut? Bis jetzt. Weil du machst auf mich einen sehr professionellen Eindruck eigentlich. Ja, ich habe bis jetzt noch nie irgendwas Dummes, glaube ich, da so als Partner gehabt. Ging bis jetzt immer. Ja. Ich habe mal einmal Ärger eingehandelt. Echt, das Lottoland? Ich weiß nicht, doch, ich kann das erzählen, das ist nicht so schlimm. Ich habe mal in einem Sponsor-Stream, also es gab danach wohl ein bisschen Drama. Ich habe mal in einem Sponsor-Stream bei einem Spiel, habe ich aus Gag, ich weiß nicht, in welcher Situation ich mir das gedacht habe, ich habe gefragt, so in die Runde gefragt, was ist eigentlich euer Lieblingsmedikament? So, das kam richtig weird an. So, ich dachte so, also bei dem Partner damals. Ach so. Ja, das war so richtig, das ist so richtig. Hey, ich finde das über funny. Ich finde es auch sehr funny. Richtig lustig. So, aber anscheinend war das, naja. Echt jetzt, krass, wenn das dann, oh, wie krass. Ja, das war ja. So, wo ich mir auch dachte, hä? Das war für mich so eine casual Frage, die ich gar nicht als so schlimme Erinnerung hatte. Ist es auch. Das ist doch eine witzige Frage. Ja. Was ist dein Lieblingsmedikament? Ritalin. Ja, brauchst du ja auch. Nö, brauche ich nicht, aber ich abuse gerne. Aber bist du nicht eine ADS-Maus? Ja, ja, kleines Mäuschen. Ja, bei dir ist das doch so ein Ding. Ja. Alter, scheiß ADS. Ich habe kein ADS. Fexofenadin. Echt nicht? Du bist einfach nur dumm? Nee, ich habe einen Herzfehler.
Jo, und okay, ich habe einen Herzfehler. Warum bist du hier oben so? So wie Sauerstoff oder was? So wie Blut im Hirn? Ich habe einen Herzfehler. Ah, okay, erklär's mir. Hast du diesen Ausweis noch? Ich habe einen Herzfehler. Deine rechte Gesichtshälfte. Ich brauche dafür keinen Behinderten. Deine rechte Gesichtshälfte. Peter Fox, ja, schon, sorry. Das hasse ich. Was hast du? Ich wusste, was kommen sollte. Ich weiß, was du kommst. Wirklich? Ich weiß, ja, klar. So. Musst du so piepsen, ne? Ja, klar, ich muss so piepen. Ich wusste noch nie in einer Folge so piepen, Digga. Und das stimmt halt nicht mal, weißt du? Nein, das ist einfach, nein, das ist einfach nur witzig. Ja, ja, der Joke. Das hasse ich, das Finanzamt. Digga, wirklich. Die fangen mich so ab, ehrlich jetzt. Fühle ich komplett. Ganz wirklich, also wirklich, wirklich for real. Finanzamt Köln-Nord, Digga, lasst los, Digga. Digga, du bist, hast du auch Köln-Nord? So viel schon bezahlt, irgendwann reicht doch mal. Und was kriegst du dafür? Bro, was kriege ich dafür? Jo, okay, Digga, die Straßen sind sicher, es wird bei mir vielleicht weniger eingebrochen. Polizisten, Bro, es gibt Polizisten, ja. Krankenwagen, Digga, Quatsch. Rente, was? Rente, Digga. Junge, Sozialstaat. Am Arsch die Räuber. Junge, hier, für wen zahle ich denn hier? Für die Bürgergeld, Leute. Was findest du richtig geil? Was ich richtig geil finde, dich. Oh, Junge. Ne? Mein Bruder. Der war gut. Der war gut. Ich finde, pass auf, ich sag ist dir ein ehrlich, Vibe-Ding, ne? Weil du hast, wir haben jetzt eben viel den mit der Faust hinterher gemacht. Man darf nicht overusen. Ich sag ehrlich, der ich finde den eleganter. Ja, true. Ich finde, der sieht fresher aus. True. Als wenn man wir darf es auch nicht so, man. Ja, na, wieder, da sind wir wieder beim Thema. Als wenn wir aus Santa Monica sind. Aus Amsterdam. Nee, war's gut. Ist cool. Ist cool, ne? Auch so nur vorne, so, weißt du? Ja, so. Ja, und dann so einhaken, zack. Ey, ich hab, wir waren jetzt am Festival. Ja. Und Julia Butix, weißt du, wie die Hand gibt? Sag's mir. So. So, und dann habe ich so gejoked mit ihr und mausig. Hab irgendwann dann so gemacht, so, nur noch so. So, und jetzt begrüßen wir sie mal so. Aber steht ihr irgendwie, ne? Ja, das ist so, das passt zu ihr, ne? Also, Hallöchen. Sir. So Madame, weißt du, der so, Herr. So britische Queen, so. Aber ist doch cool. Ist cool, ja. Ja, finde ich, ist ein guter, so ein Handstand kann ein gutes Signature-Ding sein. Voll. Ne? Ein Handstand ist auch ganz geil. Handstand ist auch nicht, kannst du Handstand? Nee, du? Nö. Ich guck mich an. Lange nicht mehr. Ja, warum nicht? Schöne Waden hast du. Danke. Wie findest du? Boah, ich will wieder da raus. Geil. Nächste Frage, sorry. Pass auf, was ist deine Lieblingsbeleidigung? Und jetzt kannst du mir nicht erzählen, dass du dich beleidigst. Du bist einer, der gerne beleidigt. Jetzt ist halt du bist auch einer, der gerne schimpft. Lieblingsbeleidigung, Digga. Wenn ich die jetzt raushau, dann ist es wieder eins. Also ich sag mal, die Quote ist hoch auf dem Hurensohn. Ja. Ja, ne? Ja, schon. Das ist ein Klassiker. Entweder er oder sowas wie Opfer. Ich finde Opfer richtig geil. Opfer hat aber auch eine Schwere, die von vielen unterschätzt wird. Opfer ist so, weil Opfer. Für viele ist auch von früher noch so Trauma aufreißend, weißt du? Weil man früher in der Schule irgendwie Opfer genannt worden ist. Ich sag so, Bruder, wie gemein ist Opfer? Opfer ist sehr gemein, Digga. Opfer ist eine unfassbar gemeine Beleidigung. Das weil, Bro, du bist das Opfer einer Straftat. Boah. Weißt du, was ich meine? Digga, du bist wirklich, du bist die hilflose Person, der was angetan wurde. Dir wurde es angetan. Du bist der das Hund Opfer. Wird langsam wahnsinnig, der springt mein Kameramann an. Ach so. Ja, wir gehen gleich Zug, Bruder. Mach ruhig. Du Opfer. Das Opfer. Das ist richtig, ja. So eklig, so. So von oben auch so mit seiner Arroganz herab, so, das drückt dich richtig nochmal runter. Know your place, Opfer, weißt du? Das ist recht, Alter. Bah. Opfer. Ein Alltagswort, ne? Ja. Geisel hast ist auch gut. Du bist eine Geisel. Geisel? Geisel? Geisel, du Geisel. Nee, weiß nicht. Geisel? Ist auch hilflos. Findest du? Ja. Du Schmutz. Du Schmutz. Du Dreck. Du Dreck. Schmutzdreck, ja, ist auch gut. Du Scheiße, finde ich auch du geil. Du Scheiße, du Kacke. Du vollgeschissene Menschenhaut. Du vollgeschissene Bäckersmütze. Digga, den habe ich geliebt. Ja, das ist der geilste von Mike, oder? Ja, wirklich, der ist gut. Junge, der ist so stark. Was war das nächste Ding? Ist das ein Rammstein-Tattoo bei dir? Was ist das? Ist das ein Rammstein-Tattoo? Bruder, das ist, pass auf. Weißt du, wo das entstanden ist? Viele sprechen mich darauf an und manche schreiben es auch in die Kommentare, ich muss es klären. Ich habe hier dieses Tattoo. Ja. Rotes Kreuz. Und das ist tatsächlich, das ist so ein Plus. Das habe ich aus Gag gemacht mit Henki zusammen. Ich weiß nicht, was wir uns dabei gedacht haben. Ich lasse auf ja, jeden weil Fall, ihr beide Henker seid. Ja, nee, aber ich lasse mir das auf jeden Fall überstechen. Ich weiß nicht, wie Henki das macht. Ich lasse mir auf jeden Fall überstechen, weil das ist aus dem Plus von dem Podcast-Logo von Trimax, Varion und Sascha. Warum? Das ist das Plus. Fand ich einfach witzig. Hm. So, und jetzt sehe ich das so, das ist das einzige Tattoo, es ist, glaube ich, sogar eins der kleinsten, also das einzige Tattoo, was ich bereue. Echt jetzt? Weil mich jetzt alle darauf ansprechen, ist das Rammstein. Ja. Und wie du gerade. Und ich sage, Digga, ich sag dir ehrlich, und ich mache jetzt nicht den, ich war schon woke, bevor ihr es alle wart. Ich habe in meinem Leben
Meine Eltern haben es auch nicht gehört. Ich habe nie Rammstein gehört. Ich hatte auch nie den Zugang. Das kann nicht sein. Zu. Bestimmt hast du mal im Radio Rammstein gehört. Ja, ja, oh, du ja. Bastard. Und das ja, hat wieder Lügen, was du hier machst. Ich habe es aber nie auf Casual gehört, weißt du? Ich hab mich nie hingesetzt und gedacht, oh, jetzt mache ich mal eine Rammstein-Platte an. Hast du Rammstein gehört? Nicht so, ich war mal auf einem Konzert damals. Ja, und? Von der Show her war ich wahrscheinlich nicht schlecht, ne? Aber darf man auch nicht mehr sagen. Aber. Was darf man noch sagen? Ach, ja, heutzutage, früher, ne? Ja? Damals, wo man alles sagen durfte. So, ey, weißt du, was ich mir manchmal denke? So, Pete's Meat, die haben echt Schwein gehabt. Pete's Meat? Dass denen das nicht um die Ohren fliegt von früher. Was? Bruder, die N-Bomben nach einer nach der anderen. Haben sie? Bruder, ja. Weißt du das nicht? Nee. Bruder, natürlich. Ist aber alles weg jetzt, die Videos? Ja, ich glaube, ja. Kannst du aber nicht jetzt hier reinschneiden, oder? Ist mir völlig egal. Okay, mach. Hast recht. pass auf. Hast du ein Lieblingslied gerade? Ein Lieblingslied? Ja. Für eine Playlist für dich bist du zu voll, weil die zusammenzupacken. Das wird ein neuer Release von mir selber sein. Oh, wie kann man so sein? Eklig, Digga. Ne? Oh, warum werde ich als arrogant wahrgenommen? Ich weiß es nicht. Du Hund. Ich weiß es nicht, Digga. Hund. Ja, okay. Wann kommt der? 3-4 Wochen. Und sonst ein Techno-Track, Something Like This von Omax. Auch sehr schön. Okay, sehr schön, sehr schön. Pass auf. Dann kommt jetzt der letzte Punkt. Mhm. Und zwar deine Weisheit an die Welt. Was willst du allen sagen? Allen 20 Leuten, die das hier hören. Was macht ihr mit eurem Leben? Warum hört ihr das? Also erstmal mein Take zum generellen Fortbestand der Menschheit. Jetzt wird's interessant. Okay. Lasst los, wir haben verloren. Ja. Klimawandel, das Ding ist durch. Wir können aufgeben. Holt euch den Porsche, fahrt ihn gegen die Wand, raucht Benzin und fliegt viel Flugzeug. Holt euch einen Privatjet, lebt das Leben. Wenn ihr es nicht könnt, cringe, selber schuld. Verschuldet euch. Egal. Schulden sind eh nur ein Konstrukt des Kapitalismus. Juckt. Geld, was an Geld verlieren wird, wo kein Geld ist. Was ist Geld? Was ist Geld? Was ist Geld? Das war die Frage, Bruder. Was ist Geld eigentlich? Was ist Wert? Was ist Wertschöpfung? Ja. Ich bin Mitglied der SPD. Was kostet die Welt? Was kostet das Geld? Nee, also, sorry, das war natürlich alles nur jokey. Ja. Ich glaube, wenn ich eine Sache wirklich in der ganzen Zeit so gelernt habe, das wird wieder so, jetzt auch wieder so bestimmt corny ausgelegt werden, ist so dieses so, never underestimate yourself so, also for real. Ja. Und lasst euch nicht sagen, was gut und schlecht ist so. Findet euren moralischen Kompass, das ist ganz, ganz wichtig, glaube ich. Seid ihr seid Jasper, dann lasst euch sagen, was schlecht ist. Ja, richtig, genau. Jasper, bitte halt die Fresse. Ganz, ganz wichtig. Stück Scheiße. Na und? Bruder, hab ich jetzt Tattoo jetzt, guck. Wichtig, Digga. Ist gut hat gestochen. Felix gemacht. Ja, ist super gestochen, Bro. Ich hab Felix scheiß Ding hier auch noch. Ist das dämlich, Alter, wirklich. Ja. Und den Dino-Nugget. Warum? Keine Ahnung, von Tützig. Magst du Dino-Nuggets? Alle sagen das, aber ich habe noch nie einen Dino-Nugget gegessen. Ist ein Vegetarier? Nö. Okay. Aber wahrscheinlich mag ich sie. Ja, geh von aus. Das ist wie ein normaler Nugget. Ja, nur in Dino-Form. Ja. Es ist nicht verkehrt, wenn man nicht direkt zum Ziel kommt, glaube ich. Wenn man so auf seinem Weg so ein bisschen sich auch Zeit lässt, sich zu finden, weißt du? Ist doch völlig in Ordnung, ja. For real so. Also wenn man einfach so, wir leben in so einer, oh, Digga, we live in a society. Ja. So, wir leben in einer Gesellschaft, ja, die sehr druckgetrieben ist und so. Man findet sich da selber auch immer wieder, bla bla bla. Aber ich glaube, sich auch mal Zeit zu nehmen, klar, ist es nicht für jeden möglich. Es ist ein großer Luxus so. Mhm. Weil manchmal lebt man von der Hand in den Mund. Manche Leute. Aber sich trotzdem nebst des ganzen Stress auch mal Zeit zu nehmen, zu gucken, was will ich eigentlich wirklich über eventuell eine Menge Geld und ein schönes Leben und ein paar materialistische Werte haben, was will ich wirklich daraus machen, was kann ich so hinterlassen auf dieser Welt, ist voll die schöne Mission eigentlich, weißt du? Wenn man da for real was draus macht, wirklich jetzt. Also wenn man sich, weil ich finde for real, dass das jeder Mensch ja kann, das ist egal, so, weil jeder hat ja irgendwo, ich sage immer, jeder hat so seine Aufgabe und jeder hat so seinen Place und jeder hat so seine vollkommene Daseinsberechtigung, auch so ein Stück Müll wie muss irgendwo da sein, so ist wichtig, schneid raus, so Peperon. Dass es halt für jeden irgendwo eine Bestimmung gibt, so, und wenn man halt sich gerade mit etwas nicht gut fühlt, was man tut oder es nur aus der Notwendigkeit tut, dann hat man vielleicht seine Bestimmung noch nicht gefunden und es gibt vielleicht noch weitere Dinge, die man für sich selber finden kann. Sehr pseudospirituell, aber ich glaube voll daran, weil ich glaube, dass in unserem Umkreis so ganz viele Leute so zu sich auch über ihr Schaffen gefunden haben, weißt du? Also viele sind erstmal, glaube ich, durch eine mies depressive Phase gegangen.
Voll. Über Content Creation und sind. Ich glaube, jeder hat mal krass gelitten von uns. Ja, natürlich, Digga. Durchgehen, die Schmerzen hören nicht auf, die Stimmen streiten sich im Kopf, na und. Aber. Ich fühle mich erhenken. Ja, Erhenkenberg. Aber trotzdem glaube ich, dass viele auch darüber so zu sich selbst gefunden haben. Sehr, ey. Hm? Ich hätte es nicht besser machen können. Ja. Sehr, sehr schön. Ich habe gerade for real überlegt, dieser Impuls, jetzt gerade nicht einfach das Mikrofon zu nehmen, gottlos da reinzufurzen. Wirklich, um alles wieder zunichte zu machen. Der war gerade sehr, 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 sehr stark und ich kommuniziere jetzt ganz offen mit dir, dass ich mich wirklich angestrengt habe, das nicht zu machen. Aber das ist. Mein Hund platzt gleich. Aber dann bedanke ich mich. Der dann bedanke ich mich dafür. Ich bedanke mich. Es war sehr schön. Es war sehr, sehr schön. Das ist wirklich geil. Gute Folge. Werde ich mir angucken. Oder? Weißt du warum? Weil ich drin bin. Hast recht. Freunde, ihr könnt den ganzen Kram hören auf Spotify, Apple und den ganzen anderen Podcast-Quatsch-Plattformen. Das ist so schön. Den ganzen Kram gibt es natürlich auch auf YouTube. Ihr könnt das alles sehen. Wir sind hier gerade in einem ganz gediegenen Park in Kölle. Mhm. Eigentlich macht es keinen Sinn, aber du bist sowieso der Bekanntere, aber checkt Revi aus. So. Nächste Gäste? Hä? Ups. Nächste Gäste. Als nächstes ist dran wahrscheinlich Hugo. Oh. Ja. Ist gut. Hugo, wenn hier noch irgendwie was dazwischen kommt, ich weiß es nicht. Vielleicht kann sein, dass mal spontan was entsteht, aber irgendwie ein Kira. Weißt du, was gerade witzig ist? Da liegt ja diese Zigarettenpackung, ne? Ist nicht meine. Ich habe dieses Bild gerade hier gesehen und irgendwie musste ich gerade direkt an Hugo denken. Weil guck, Bild. Nee, guck mal, guck's dir genau an. Siehst du auch ein bisschen Hugo? Schlimm, ne? So ein Kartendeck. Naja. Ich mische gleich ein paar Karten. Nee, und dann sehen wir uns nächste Woche wieder zu einer neuen Corner. Checkt Revi aus. Mann, checkt Revis Mucke aus. Und bis dahin. Sehen wir uns dann noch. Ronaldinho? Ich so Rocky. Ah. Ciao. Sehen wir uns auf der Gamescom. Tschüss.